Das allerschönste Beispiel, was ich immer nenne für, woran kann ich es jetzt erkennen, ne, was jemand wählt, nicht nur an den Persönlichkeitsmerkmalen, sondern auch zum Beispiel an den Haustieren. Ja, ja, genau, Überraschung. Die Studien in Amerika zeigen, dass Leute, die auf dem linksliberalen Spektrum sind, also klassische Demokratenwähler, haben eher Katzen. Die Leute, die Republikaner wählen, also eher im konservativ-rechten Spektrum sind, haben eher Hunde. Und wenn man die fragt, dann ist es auch ziemlich klar, Hunde sind Tiere, die sind loyal und die gehorchen. Ich finde es komischerweise eklig, aber ich kann es ganz ehrlich, ich habe jetzt ganz viele von diesen Gedankenexperimenten hier schon durchgegangen, aber ich kann es schwer begründen, warum das noch eklig ist. Und das würde, ja, ich kann es... Menschenfleisch essen. Klar. Kannst du nicht begründen, warum das eklig ist? Genau. Man kann zwar sagen, man soll nicht Menschenfleisch essen, aber warum ist das nicht Menschenfleisch, natürlich von Leuten, die noch leben oder die das nicht wollen, aber im Prinzip, wenn man das Fleisch von Tieren isst, warum soll man es jetzt nicht von Menschen essen? Ne? Es spricht erstmal nichts. Man kann erstmal keinen richtigen Grund finden, aber man hat trotzdem diese starke Intuition, ich würde das selbst niemals machen und es ist widerlich, dass sie es macht. Und die Argumentation von diesen Leuten, die solche Versuche machen, die wollen jetzt, denen geht es ja gar nicht um Menschenfleisch, ne? Denen geht es einfach darum, warum haben wir so starke moralische Intuitionen oder auch so Ekelintuitionen bei bestimmten Sachen und können sie aber nicht besonders gut moralphilosophisch begründen. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sitzen mal wieder im Ocelot in Berlin. Wer bist du? Philipp Hübel. Was machst du? Ich bin Juniorprofessor für theoretische Philosophie, habe auch ein paar Bücher geschrieben zur Philosophie und beschäftige mich unter anderem auch mit den philosophischen Grundlagen der Politik. Schon wieder ein Philosoph. Warum hast du Philosophie damals studiert? Ich hatte sehr viel Philosophie in der Schule, muss ich sagen. Und zwar in ziemlich vielen Fächern. Ich hatte unter anderem auch Altgriechisch in der Schule. Da haben wir Platons Dialoge übersetzt. Und hatte auf jeden Fall ein Interesse, sagen wir mal, an dem Thema. Wollte aber nach dem Abitur unbedingt Schriftsteller werden. Und habe mir gedacht, naja, das ist eine gute Grundausbildung. Philosophie, Literaturwissenschaft, Linguistik. Dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, Literaturwissenschaft, da kann ich nicht richtig was lernen. Habe mich sehr stark dann auf Linguistik, Sprachwissenschaft konzentriert. So wollte verstehen, wie das grammatische System der Sprache funktioniert. Habe mich auch mit so Indogermanistik beschäftigt, der Ursprache, ja, also der Ursprung aller Sprachen. Und habe immer gedacht, wenn ich den Menschen verstehen will, muss ich da irgendwie reingehen. Und bin dann irgendwie über Umwege zur Sprachphilosophie gekommen. Also vieles in der Linguistik kam aus der Philosophie. Und bin dann eigentlich ein bisschen spät berufen und habe mich dann erst so ab dem 6., 7. Semester intensiv mit Philosophie beschäftigt. Hab dann irgendwie weitergemacht, bin da so reingeraten, Magister gemacht. Danach wusste ich nicht so richtig, was ich mache, hab dann noch promoviert, hab am Ende der Promotionszeit ein Stellenangebot bekommen und bin eigentlich immer so ein bisschen weiter geschlittert von Station zu Station. Jetzt, ja, bin ich an der Uni gelandet. Jetzt bist du Professor. Genau, ich bin Juniorprofessor, also das ist Beamter auf Zeit in Stuttgart, lebe in Stuttgart und Berlin. Und wo hast du studiert? Also wo kann man gut Philosophie studieren? Genau da, wo ich studiert habe. Nein, es gibt, also studiert selber habe ich an der Humboldt-Uni, da habe ich angefangen. Ich war im Ausland, habe in Berkeley zwei Semester gemacht, war in Oxford und in New York. Das ging damals ganz gut, wenn man so mit Stipendien so akademisches Jet-Setten machen konnte, ne? Konnte ein bisschen rumreisen und habe auch in Aachen gelehrt. In Deutschland kann man unter anderem sehr gut studieren in Frankfurt, in München, in Berlin. Das sind sehr, sehr große Institute, aber mittlerweile sind alle kleinen wie Stuttgart auch richtig gut geworden. Viele junge, interessante Leute, die da nachgewachsen sind. Also ich würde unsere Uni auch empfehlen, aber wenn man jetzt eine ganz große Auswahl haben will und sagt, ich möchte alles mal gesehen haben, würde man Berlin empfehlen, das ist das größte Institut in Deutschland. Ja. Wenn du jetzt irgendwie Altgriechisch auch studiert hast und Indogermanisch und so weiter, ja. Kann man das auch sprechen dann irgendwann? Nee, das kann man überhaupt nicht sprechen. Das habe ich auch, da habe ich mal reingeschaut. Also studiert wäre zu viel, da lernt man irgendwelche komischen Silben auswendig, die indogermanische Grundsilben, sowas wie Ra zum Beispiel ist die Silbe für fließen, das gibt es dann bei Rhein oder bei der Rhone, ja, also alle Fluss- und Namensbezeichnungen haben oft so ein Ra-Laut, so, und dann muss man da diese universellen Silben, die allen indogermanischen Sprachen zugrunde liegen, also von Indien bis hin zu Island, die muss man dann irgendwie rekonstruieren, das ist eigentlich ziemlich trocken. Hast du in deinem Studium irgendwas gelernt, womit du nicht gerechnet hättest? Ja, ich hatte öfter in meinem Studium so Aha-Erlebnisse, so Momente, wo ich gedacht habe, das hätte ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Also eigentlich zwei. Das erste, was ich immer gedacht habe, ist, Philosophie ist sowas wie, das ist so eine
mysteriöse Welt. Da muss man irgendwann mal so einen Vorhang zur Seite ziehen und dann versteht man, was diese großen dunklen Denker alle sich so gedacht haben. Und der Moment kommt irgendwann im Studium. Und eine große Erkenntnis war, der kommt nicht. Es gibt diesen Moment nicht, dieses große Aha-Erlebnis, dass man da irgendwie hinter das die Kulissen oder so blickt. Es ist eher so, dass ich je älter ich werde, immer mehr den Eindruck habe, die großen dunklen Denker, ne, so Heidegger, Hegel, Lacan und so weiter, die haben sich eher selber nicht verstanden. Und es liegt nicht an mir. Am Anfang denkt man immer, es liegt an einem, wenn man es nicht versteht. Später, je älter und selbstsicherer man wird, denkt man eher, es liegt an den anderen. Aber ein großes Erlebnis, was ich auch hatte, war, dass ich mich mit Chomsky beschäftigt habe. Der ist eher Linguist. Ich glaube, ihr habt den auch mal interviewt, ne? Der ist eher Linguist, hat aber auch philosophische Sachen geschrieben. Und der hat anhand von eigentlich sehr einfachen Überlegungen gezeigt, dass die Sprache, die menschliche Sprache in ihren Grundzügen, sozusagen das grammatische System, jeder Einzelsprache angeboren sein muss. Und ich habe mir das nie so klar gemacht. Ich habe das gelesen und das war wirklich so ein Erlebnis, dass er gesagt hat, schau mal, die Kinder kriegen einen sprachlichen Input, die kriegen viele Sätze, die sind falsch, sind abgehackt, falsche Bezeichnungen und die generalisieren davon eine Sprache und generalisieren davon richtige Regeln, aber sie könnten unendlich viele verschiedene Grammatiken eigentlich davon ableiten, wenn es wirklich so wäre, dass sie einfach nur was hören und sagen, was ist denn die Verallgemeinerung? Ja. Und dass sie es aber nicht tun, ist eigentlich ein sehr, sehr starker Indikator. Mittlerweile ist das auch genetisch sogar relativ gut belegt, ist ein guter Indikator, dass es da sowas wie eine angeborene Universalgrammatik geben muss. Und das war auch ein großer, glaube ich, Fortschritt in der psychologischen, biologischen Forschung, dass die Leute gesagt haben, schauen wir doch mal nach angeborenen Grundzügen für die menschlichen Fähigkeiten. Ne? So 60er, 70er Jahre war immer dieses große Thema, alles ist durch die Gesellschaft, die Umwelt bestimmt. Ne? Also wenn die eine Kultur so ist und die andere so, der eine Mensch ist gut, der andere Mensch ist böse, dann ist das Prägung, das war so ein großer Begriff, gesellschaftliche Prägung, das Sein bestimmt das Bewusstsein, die Umwelt, ne? Marx' Idee, viele andere hatten diese Idee auch. Und Chomsky war einer der Ersten, der gesagt hat, nee, schau mal, das Sprachsystem, das können wir nachweisen, hat angeborene Grundzüge. Und mittlerweile hat die Forschung das ausgeweitet auf alle Bereiche, hat gesagt, es gibt emotionale Dispositionen, die wir haben, Charakterdispositionen, die zum Beispiel mit unserem Wahlverhalten korreliert sind. Also es hat sich ausgeweitet und es ist teilweise sehr überraschend und wirft einfach auch ein neues Blick auf das, was es heißt, Mensch zu sein. Ich kann gleich mal drüber reden, ob es angeboren ist, dass manche Leute CDU wählen oder SPD. Ja. Aber nur um es verständlich zu machen, also du sagst oder Chomsky sagt, wenn ein Kind, das zum Beispiel jetzt in Deutschland heute geboren wird, ja, wenn wir das nach Japan bringen würden und das, ja, von den japanischen Eltern aufziehen lassen würden, ja, und den japanischen Eltern das gerade heute geborene Kind aus Japan, mhm, nach Deutschland geben würden, dann würden beide Kinder mit den Sprachen aufwachsen und gar keine Probleme haben. Ganz genau, das ist genauso fasst er das zusammen. Ne? Das ist sogar das Beispiel, das er selber verwendet, lustigerweise, dass er sagt, das können Sie sich das vorstellen. Und wir haben ja solche Beispiele. Ne? Es gibt ja mittlerweile Kinder, die hier aufgewachsen sind, also Adoptivkinder oder in anderen Ländern. Und Kinder saugen die Sprache auf wie ein Schwamm. Die Wörter saugen sie auf, aber sie haben eine gewisse Voreinstellung, sodass bestimmte grammatische Strukturen immer einzelsprachlich, wie man sagt, parametrisiert werden. Aber die Grundstruktur ist bei allen Sprachen dieselbe. Das kann man ziemlich genau zeigen. Warum ist es einfacher, als Fünfjähriger Chinesisch zu lernen oder Japanisch, als wenn ich jetzt anfangen würde? Ja, das ist auch eins der Beispiele, die Chomsky verwendet, dass er sagt, auch das spricht sehr stark für so ein genetisches Programm. Denn wenn es ein bestimmtes Zeitfenster gibt, wo Sprachlernen gut funktioniert, und das wissen wir ja selber, Fremdsprachen lernen, je älter man wird, desto schwieriger wird es. Das spricht auch sehr stark dafür, dass es einen voreingestellten Mechanismus gibt. Ja, dass es einen Mechanismus gibt, der sagt, es gibt das Zeitfenster zwischen 0 und 8 Jahren. Da müssen die Parameter gesetzt werden. Das können auch zwei oder drei Sprachen sein, weiß man mittlerweile. Das ist überhaupt kein Problem. Danach wird es immer schwieriger. Das weiß man an diesen seltenen Fällen von stark vernachlässigten Kindern, diese Kaspar-Hauser-Phänomene. Kaspar Hauser ist die historische Figur, das gibt's immer mal wieder, so wirklich so traurige Schicksalsgeschichten, wo Kinder vollkommen verwahrlost sind, irgendwo festgebunden sind zu Hause und keinen Sprachinput bekommen. Und da gibt's einen Fall, die heißt Jeannie, die ist mit 13 befreit worden, hat nie Sprachinput bekommen, also ist unter unmenschlichen Bedingungen von ihren Eltern gehalten worden, wie ein Tier. Und dann hat man mit der ganz viele Versuche gemacht und die hatte eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz trotzdem, ja, was eigentlich erstaunlich ist. Das heißt, sie konnte zum Beispiel komplexe geometrische Puzzle oder so weiter was lösen. Das heißt, sie hat ihre allgemeine Intelligenz ist dadurch
war nicht in wesentlicher Weise beeinträchtigt. Aber sie haben versucht, der Sprache beizubringen. Und sie hat auch Vokabeln sehr gut gelernt. Also sie konnte bezeichnen, ne? Stift, Glas, Tisch. Aber was sie nicht konnte, war, die Vokabeln, die Wörter in eine grammatische Struktur zu bringen. Und das ist auch einer von vielen Hinweisen, die alle zusammen darauf hindeuten, dass sie das Zeitfenster überschritten hatte, wo das einmal festgesetzt werden konnte. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu diesem angeborenen Wahlverhalten. Ja, genau. So, erzähl mal. Dazu gibt es mittlerweile auch sehr spannende Studien und die klingen wirklich erstmal unglaubwürdig, wenn man die hört, haben aber sozusagen eine tiefere evolutionäre Bedeutung. Und die Studien zeigen unter anderem, dass Menschen, die eine gewisse Offenheit für Neues haben, das nennt man manchmal Neophilie, also eine Freude an Neuem. Das sind Menschen, die sagen, ich probiere gerne neue Speisen aus. Wenn ich in ein Restaurant gehe, nehme ich immer das, was ich noch nicht kenne. Ich will fremde Länder bereisen. Ich will viele Freunde aus ganz verschiedenen Bereichen haben. Ich will immer neue Filme sehen. Ja? Also ich brauche immer so Abwechslung im Leben. Etwas überspitzt gesagt, so Sensation Seeker. Ja. Eigentlich könnte man auch sagen, so die junge urbane Elite. Ne? Also die Leute, die in Städten wohnen und die Abwechslung in Abenteuer und Aufregung wollen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Diese Offenheit, Openness, wird in der Persönlichkeitspsychologie seit 50 Jahren so genannt. Ja, ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das man im Leben nicht stark verändert. Also wenn kleine Kinder diese Offenheit haben, haben sie die auch, wenn sie Erwachsene sind. Wenn die Erwachsene jetzt haben, hatten sie meistens schon, wenn sie ein Kind waren. Also das ist sehr, sehr stark korreliert und bleibt relativ konstant. Den Typen gibt's und dann gibt's den, der eher ein bisschen verschlossen ist. Das sind so Kinder, die sind sehr, sehr vorsichtig. Die wollen lieber beim Alten bleiben, wollen nicht so neue Eindrücke haben. Wenn man mit denen als Erwachsenen Tests macht und denen neue Stimuli gibt, dann reagieren die physiologisch nicht so stark darauf wie die Sensation Seeker. Sie sagen auch subjektiv, nee, ich will nicht dauernd was Neues ausprobieren, ich habe mein Lieblingsgericht, ich habe meine Lieblingsjacke, mein Lieblingsitaliener, mein Lieblingsviertel. Und jetzt kann man natürlich, sieht man schon, das ist ein bisschen natürlich auch mit bestimmten politischen Haltungen erstmal vordergründig korreliert. Die Leute, die sagen, ich bleibe beim Alten, sind eher die Konservativen. Die sagen, ich will das Vertraute, ich will nichts Neues haben. Die diese Offenheit haben, Verzeihung, die sind die, man sagen könnte, das sind die, die eher progressiv wählen. Und anhand der, jetzt kann man mit den Leuten diese Tests machen und schauen, welche Persönlichkeitsmerkmale haben sie. Und danach kann man fragen, was wählt ihr? Und da gibt es eine eindeutige Korrelation zwischen Offenheit und Leute, die eher progressiv wählen, das heißt sozusagen linksliberal, würden wir heute sagen. Und die andere Gruppe, die nicht so offen ist, die eher konservativ bis rechts wählt. Und das ist, man kann anhand von solchen Profilen besser vorhersagen, was jemand wählt. Das ist in Amerika gemacht worden, da kann man das immer so schön machen, weil es immer zwei Gruppen gibt. Ne? Demokrat versus Republikaner. In Deutschland ist es aus verschiedenen Gründen schwieriger. Aber dann kann man besser vorhersagen, als an sowas wie, welche Auffassung hast du, wie soll der Staat ins Wirtschaftssystem eingreifen? Also so klassische Auffassungen, Steuern oder so, ne? Wo man klar sagt, das ist eigentlich typisch. Konservative wollen in Amerika Steuern runter. Demokraten, also sozusagen Liberals heißen die im Englischen, also eher Linksliberale wollen, dass die Steuern eher erhöht werden zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist nicht so ein guter Indikator für die Parteizugehörigkeit wie diese Persönlichkeitsmerkmale. Aber ich meine, diese Persönlichkeitsmerkmale, die Menschheit hat da jetzt in den letzten 10 Jahren, insbesondere auf Facebook, Google und so weiter, hochgeladen oder mit denen geteilt. Damit können diese Datenfresser, also Facebook und Google und keine Ahnung wer noch alles, doch locker flockig analysieren, ohne dass wir uns fragen, wen wir wählen, wie wir wählen werden. Ja, man kann es sehr gut verwenden, um Vorhersagen zu treffen. Also wenn man dafür Informationen hat, kann man, wie gesagt, das zeigen diese Studien, kann man Ableitungen treffen, was jemand wählt. Das ist aber nicht das Einzige. Ne? Man kann, also mittlerweile gibt es Forschung in alle Lebensbereiche. Man kann das an Kleidung sehen. Ja? Leute, die eher konservativ wählen, denen ist nicht nur Tradition wichtig, ne? Beim Alten bleiben, was vertraut ist. Denen ist Autorität wichtig, Loyalität und Reinheit. Und das sieht man oft auch in der Kleidung. Also die tragen eher Kleidung, die Autorität ausstrahlen soll, also eher Abzeichen, Orden, was weiß ich, die Burschenschaftskette, die Krawatte. Marken ist alles ein bisschen komplizierter, ne? Weil Kleidung hat so viele
Ebenen, ne? Das sind, Kleidung ist ja so eine Art Multikommunikationsmittel, ne? Ich will sagen, zu welcher Gruppe gehöre ich, kann ich es mir leisten, demonstrativer Konsum. Also es gibt da mehrere Ebenen, aber ein Aspekt ist, dass man, wenn man sagt, ich bin auf der antiautoritären, eher linksliberalen Seite, möchte ich zeigen, dass mir Autorität nicht wichtig ist, also trage ich keine Krawatte, lockeres T-Shirt, kaputte Jeans. Ne? Aber man will zeigen, dass das einem nicht wichtig ist, wenn man schaut, wenn man wirklich zeigen will, mir ist aber sozusagen das Konservative, Althergebrachte, Traditionelle wichtig, dann will man sagen, ich trage einen Anzug, die Krawatte, Werbeplakate, Wahlplakate ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ne? Die Wahlplakate für die, nehmen wir mal die CDU beispielsweise, die eher etwas konservativ ist. Das waren oft welche, wo eine Fahne zu sehen war, ne? So ein bisschen abstrahiert, also Loyalität, ne? Gruppenzugehörigkeit wurde da klar signalisiert. Es war sehr hell, ne? Es wurde immer sehr auf glatt rasierte Männer, auf Reinheit Wert gelegt und es wurde sehr viel Wert gelegt darauf, dass die Männer zumindest einen Anzug anhatten. Ne? Die hatten nicht immer mehr Krawatten, weil es jetzt mittlerweile so progressiv ist, Deutschland, dass man das, dass das dann vielleicht schon ein bisschen altbacken wirken könnte. Aber es war auf jeden Fall klar, ordentlich sauber. So, ne? Wenn man sich jetzt Plakate anguckt der eher linkeren Parteien, zum Beispiel der Linkspartei hier in Berlin, da gab es welche, die Hoodie hatten auf Wahlplakaten, Drei-Tage-Bart. Die Fotos sahen teilweise auch aus, auch die Fotos der Grünen, so ein bisschen wie Schnappschüsse. Ne? Also man wollte bewusst sagen, hier ist nicht aufgehellt worden, perfekter Filter, sondern das ist authentisch, aber es ist auch irgendwie gegen Autorität, gegen Loyalität. So, und das ist so ein bisschen dieses Lager und das allerschönste Beispiel, was ich immer nenne für, woran kann ich es jetzt erkennen, ne, was jemand wählt? Nicht nur an den Persönlichkeitsmerkmalen, sondern auch zum Beispiel an den Haustieren. Ja, ja, genau, Überraschung. Die Studien in Amerika zeigen, dass Leute, die auf dem linksliberalen Spektrum sind, also klassische Demokratenwähler, haben eher Katzen. Die Leute, die Republikaner wählen, also eher im konservativ-rechten Spektrum sind, haben eher Hunde. Und wenn man die fragt, dann ist es auch ziemlich klar, Hunde sind Tiere, die sind loyal und die gehorchen. Ne? Also Loyalität, Autorität, das ist in konservativ-rechten wichtiger. Bei den Linken ist es so, die sagen, die Katzen sind freiheitsliebend und haben ihren eigenen Kopf. Autonomie, Freiheit sind typisch linke Werte. Das ist natürlich auch den Konservativen wichtig, aber den Linken ist das viel, viel wichtiger. Und so, dass sie den eigenen Kopf haben. Und selbst bei Hunden, wenn man nur Hunde vergleicht, ne? Also es gibt natürlich auch Demokraten, die haben Hunde, dann sagen die, was willst denn du für einen Hund haben? Dann sagen die Demokraten, naja, ich will einen lieben Hund haben, der soll verspielt sein. Ja. Lieb und verspielt heißt eher, also caring, ja, care, Fürsorge, Solidarität, auch ein eher linkes, progressives Konzept. Die Konservativen sagen, der soll gehorchen. Schäfer. Und ja, aber er soll auf jeden Fall gehorchen und er soll mir immer treu sein. Ne? Loyalität, Autorität ist denen wichtig. Ne? Wenn ich an der Ampel bin und ich sage, sitz, dann soll der auch das machen, was ich sage. Und diese Merkmale ziehen sich durch ganz viele Lebensbereiche durch und diese Forschung hat das relativ gut belegt mittlerweile, dass damit kann man relativ gut erklären, warum es überhaupt diese Unterschiede in politischen oder moralischen Auffassungen gibt. Weil eigentlich könnte man sich ja fragen, warum haben nicht alle Menschen dieselbe Moral? Ne? Könnte ja sein, dass alle Menschen haben die gleiche Auffassung über, wie gehe ich mit Flüchtlingen um, wie gehe ich mit Abtreibung um, Legalisierung von Drogen, ist Homosexualität jetzt okay oder nicht okay, soll ich vollständige Gleichstellung der Homo-Ehe haben und so. Könnte ja sein, dass auf der ganzen Welt alle sagen, ja klar, ist vollkommen klar, wir machen so oder so. Alle stimmen überein. Aber komischerweise ist die Welt ja sehr stark, geht da sehr stark auseinander. Also zwischen den verschiedenen Kulturen, ne, es gibt die sehr konservativen Kulturen jetzt im, zum Beispiel im asiatischen Raum, ist konservativer als die Westeuropäer, im ganzen Nordafrika, im muslimischen Raum sind konservativer, aber auch innerhalb von Ländern. Deutschland beispielsweise gibt es ja welche, die sind sehr, sehr progressiv und sehr, sehr links am Spektrum, manche sind sehr rechts. Warum sind die eigentlich so verschieden? Und da bietet die Forschung mittlerweile, wie gesagt, ganz gute Anhaltspunkte, dass es sowas gibt wie moralisch-emotionale Dispositionen, die dich geneigt machen, eher in die eine oder andere Richtung zu gehen. Die legen eigentlich sozusagen deterministisch fest. Ne? Es ist nicht so, dass ich, wenn ich die eine oder andere Disposition habe, dann auf jeden Fall AfD oder CDU wähle oder auf jeden Fall links wähle oder SPD wähle. Aber es gibt eine gewisse Neigung in die eine oder andere Richtung. Jetzt denken oder fragen sich vielleicht manche unserer Zuschauer oder Hörerinnen, scheiße, ich habe einen Wellensittich oder einen Hamster. Ich habe keinen Hund, keine Katze. Ja. Bin ich jetzt nicht Wähler? Muss man FDP wählen, ne? Ja. Nee, also das ist natürlich, das sind schwache Indikatoren. Das ist jetzt auch so ein bisschen Fun Facts über diese
Beobachtung. Die Forschung, was die gezeigt hat, ist, dass ein der wichtigste und, glaube ich, auch im deutschen Diskurs am meisten unterschätzte Faktor ist Ekel. Und da müsst ihr ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Ja, genau. Das ist ein Thema, was ich ansprechen wollte. Also genau. Und bei Ekel ist es so, also wir Menschen ekeln uns normalerweise erstmal vor Dingen, die Keime enthalten. Und die Evolutionsbiologen fragen immer, wenn wir bestimmte Emotionen haben, welche Funktion hat die Evolution? Ne? Also wir ekeln uns vor verdorbenen Speisen, vor Kadavern, vor Körperausscheidungen, Blut, Rotz und so weiter. Alles, was aus dem Körper rauskommt, Essen, was verdorben ist und Tote. Ja, welche Funktion könnte das gehabt haben? Und die Evolutionsbiologen sagen erstmal, naja, das ist ganz klar, das ist eine Art Schutzmechanismus des Körpers, der uns vor Keimen schützt. Alle diese Dinge können Keime, Parasiten, Würmer enthalten. Das war sehr wichtig in der Evolutionsgeschichte, weil wir Allesesser sind als Menschen. Das nennt man auch manchmal das Dilemma der Allesfresser. Und das Dilemma geht so, wenn man alles isst, hat man den Vorteil, wenn mal irgendeine Speise nicht mehr da ist, irgendein Nahrungsmittel, kann man zum nächsten übergehen. Aber jedes neue Ding, was man ausprobiert, ist gefährlich. Ich probiere den Pilz, könnte giftig sein. Ich esse ein Tier, das schon 2 oder 3 Tage tot ist, da können Gifte, Parasiten drin sein. Also es ist erstmal ein guter Mechanismus, wenn man einen automatischen Warnmechanismus hat, der sagt, hüte dich vor allem, was aus den Körperöffnungen von anderen Menschen kommt. Potenziell, da sind Keime und Würmer drin. Oder von Essen, das verdorben ist. Aber gleichzeitig muss ein Mechanismus auch sagen, aber probier auch mal was Neues. Weil gerade bei Essen, sonst läufst du Gefahr zu verhungern. Und diese Ausbalancierung zwischen Neophilie, Neues ausprobieren, habe ich vorhin schon erwähnt, und Neophobie, Angst vor Neuem zu haben, ist immer noch in allen Menschen vorhanden. Und jetzt ist es so. Also es gibt immer ein Spektrum, es ist nie 100%. Genau, es ist nie 100%. Ne? Kann dann immer so lustige Beispiele nehmen, sowas wie, ich glaube, es heißt Surströmming, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das gibt es ein schwedisches Nationalgericht, die Schweden sagen es eine Delikatesse, das ist verrotteter Fisch. Das ist Hering, der wird eingelegt, verrottet, kommt in so eine Dose und wenn du die zu Hause hast, irgendwann ist die Heringsdose kugelrund, weil da so Faulgase drin entstehen. Und die machen auf und essen das. Ne? Und jetzt für jemanden, der es noch nicht kennt, würde sagen, würde ich vielleicht nicht probieren. Wenn man aber anderen Völkern sagt, sowas wie, du, in Deutschland essen wir, zahlen wir sehr viel Geld, wir nehmen Milch, warten, bis die mit Bakterien befallen ist, sauer wird, dann warten wir, bis noch so Schimmelpilze kommen und von den Bakterien sich ernähren und das wird alles dann so ein Ding und dann, wir nennen das Käse und verkaufen das zu hohen Preisen und das ist eine Delikatesse für manche, würden die das genauso nicht verstehen. Also es gibt in allen Kulturen Dinge, die wir jetzt vielleicht nicht kennen und denken erstmal, das finde ich eklig, würde ich nicht essen. Also wie gesagt, diese Balance ist da. Und jetzt ist das Interessante, dass dieser Ekel sich nicht nur auf Speisen bezieht, sondern man kann zeigen, das gibt auch einen Ekelmechanismus, der sich auf andere Personen bezieht. Warum? Würden jetzt die Evolutionsbiologen erstmal wieder sagen, naja, in der vorzivilisatorischen Zeit war das so, wenn eine fremde Gruppe kam, die hatten Keime, Würmer, gegen die keine Resistenzen bestanden. Also war es erstmal ein vorteilhafter Mechanismus, fremdenfeindlich sozusagen zu sein, alle erstmal gegen Immigranten sozusagen eine große Abscheu zu entwickeln, weil die potenziell Keime mit sich gebracht haben. Und dieser Mechanismus lebt halt in uns heute fort, das kann man relativ gut nachweisen und hat natürlich seine Funktion total verloren. Wir brauchen, wir haben Reinlichkeits- und Hygienemechanismen und Speisekontrollen, die so gut sind, dass wir eigentlich darauf verzichten können. Aber gerade, wie gesagt, im rechten Spektrum, vor allem im Rechtsradikalismus, gibt es Anzeichen dafür, dass solche Reinheitsthemen, diese ganze Thematik Homosexualität ist unrein. Ich ekel mich vor Fremden. Diese ganze Redeweise von die riechen gut. Diese Vergleiche, die auch schon in der Weimarer Zeit gemacht wurden. Ne? Die Fremden, das sind Ungeziefer, Ratten. Ne? Die Vergleiche mit Tieren, die auch wiederum Keime übertragen. Ne? Also ist diese Neigung, andere Gruppen als minderwertig, aber im Sinne von also zu degradieren, indem man sie als eklig darstellt, hat wahrscheinlich diesen Ursprung in einer Ekeldisposition, die einen dann eher zu einem rechten Denker macht. Aber ist Sex dann nicht allgemein schon eklig für manche? Ja, genau. Sex ist immer eklig. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt Sex haben, ist, dass in dem Moment, wenn wir Sex haben, in der Erregung der Ekel überstimmt wird. Aber eigentlich ist es eklig, wenn man sich denkt, man kommt in die Nähe von Körpersäften, von Leuten, die man vielleicht noch gar nicht kennt.
Also bei den meisten Menschen, ne, wenn du es dir vorstellst, würdest du es nicht so schön finden. In wenigen Fällen überschreibt man das. Aber der Grund, die Grundhaltung ist auch erstmal Ekel. Und das reflektiert sich auch in der konservativen Moral, auch in den ganzen Religionen, ne, die ja auch tendenziell konservativ sind, gibt es ja immer Reinheitsgebote. Ne? Also dieses Ganze, man muss die Hände waschen, das Essen waschen, aber auch Sexualpraktiken sind unrein. Ne? Homosexualität ist in fast allen Religionen gilt als unrein. Permissive Sexualität, also mit vielen Partnern Sex haben, ist in fast allen Religionen verboten, weil das natürlich auch potenziell kulturgeschichtlich waren das mal Möglichkeiten, sich anzustecken. Ne? Sexualität ist genauso, ist genau eine Möglichkeit, sich anzustecken, wie andere direkte Körperkontakte auch. Genau. Und das lebt auch teilweise noch fort, wie gesagt, in auch so in letzten Ausläufern dieser konservativen Moral sozusagen, dass man heute immer noch findet, dass die eher konservativen und rechten Parteien sagen, mit Homosexualität wisst man nicht so richtig. Ne? Das ist natürlich in einer sublimeren Form. Die sagen das jetzt nicht mehr, das trauen sich vielleicht auch nicht mehr, das so offen zu sagen, aber sie haben irgendwie damit so ein Unbehagen, so. Und wahrscheinlich basiert das auch auf so einer Ekeldisposition. Auch diese Rede vom linksgrün versifften Gedankengut, ne? Also, dass auf der rechten Seite gesagt wird, die Ideen, ne? Das ist jetzt ja sehr abstrakt, die Ideen sind eklig, ne? Das ist versifft, also das Gedankengut selber, ne? Siffen kommt von Syphilis, also ist ja auch eine Krankheitsassoziation, dass das irgendwie, ich finde Kommunisten widerlich oder ich finde die Art, wie die reden, ne? Oder Gender-Leute finde ich widerlich. Auch unklare Geschlechtergrenzen auch, ne? Auch so ein Thema. Ganz großes Thema im rechten Diskurs ist, dass die damit nicht umgehen können, dass es vielleicht nicht ganz klar Männer und Frauen gibt, sondern Zwischenformen. Ne? Die Frau will sich nicht mehr so anziehen, wie sich die typische Frau anziehen, der Mann das nicht mehr. Einige wollen sich gar nicht festlegen und damit kommen Leute, die so lieber klare Kategorien haben wollen und die eine Ekeldisposition haben, nicht so gut. Zu Recht. Hat das denn auch mit diesem Ordnungswillen zu tun, weil irgendwie eine ordentliche Frau zieht sich so und so an? Oder, genau, ich bin es gewöhnt, dass die sich so anzieht und in meiner Ordnung, kleiner genau. Ordnung im Kopf, ja. Hat die so zu sein. Genau, Ordnungsliebe. Ordnungsliebe gehört sehr stark eher zum konservativen Denken. Also Leute, die sich schnell ekeln und sind eher konservativ und die können nicht so gut mit Unordnung umgehen. Also A, nicht mit Chaos umgehen, die haben lieber Ordnung im Leben, die können aber auch nicht umgehen mit Dingen, die so unentschieden sind, also Komplexität. Ne? Also unsere heutige moderne urbane Kultur ist extrem komplex. Ne? Ist ganz schwer zu sagen. Gruppenzugehörigkeiten sind sehr fluktuierend, hatten wir ja gerade, ne? Gender-Zugehörigkeiten. Einige lieben das, die Neophilen, die sagen, ich will gerade diese Vielfalt und diese Unordnung, das Uneindeutige, das macht das Leben spannend. Ja, das macht zum Beispiel jetzt Berlin so attraktiv für einige, vor allem für junge Leute eher. Und die anderen, die sagen, nee, ich will eher Ordnung im Leben, die wollen auch wirklich Struktur und Reinheit haben. Ja. Das frage ich mich natürlich. Angenommen, ich habe Eltern, die sehr konservativ sind, die sich vor vielen Sachen ekeln. Die ziehen mich auf, lehren mir ihre Vorstellungen von Ekel und so weiter. Ich bin trotzdem selber nicht so geworden. Nee, es kann ja sein, dass ich als Jugendlicher diese Ekelgefühle übernommen habe, aber dann mit den Jahren, keine Ahnung, 120, 30 Jahre später, habe ich mich gewandelt. Ja. Ist das normal? Und gleichzeitig, angenommen, ich habe total progressive Eltern, die von nichts sich ekeln und sagen, hey, du brauchst keine Angst haben, brauchst dich nicht ekeln. Der Junge geht in die junge Union, was ist da los? Ist das auch möglich? Klar, ist beides möglich. Insgesamt gibt es, erstmal würde man sagen, das Erste, was du beschrieben hast, ist der häufigere Fall. Zumindest in der westlichen Welt und ich würde auch sagen zum Glück, denn es zeigt einfach, es gibt, ich würde das so nennen, moralischen Fortschritt. Ja? Es gibt, kann man daran sehen, dass die Moralvorstellungen vor 100 Jahren nicht die sind, die wir heute haben. Das heißt, wenn die Kinder immer das machen würden, was die Eltern sagen, würden wir jetzt noch genauso handeln wie vor 100 Jahren. Also irgendwann muss einer mal gesagt haben, nee, was meine Eltern mir gesagt haben, da in Richtung Autorität, Loyalität und Ekel, Reinheit, irgendwie stimmt das nicht. Also das gibt es auf jeden Fall und ich nenne das die progressive Revolte, die hat sicherlich spätestens in den 60er Jahren eingesetzt. Also man kann sagen, die 68er-Bewegung ist eigentlich eine, die genau sowas gesagt hat. Die hat gesagt, wir wollen weniger Autorität, ne, in der Politik, weniger Autorität in den Aufstiegschancen, in den ganzen Berufen, an den Universitäten. Sie haben auch gesagt, wir wollen weniger Reinheit, also diese ganzen sogenannten opferlosen Straftaten, Drogenkonsum, Homosexualität, außerehelicher Sex, das ist alles in der Zeit angeprangert worden und dann schnell auch abgeschafft worden. Ne? Teilweise, nicht immer. Ja, aber ist zum Beispiel jetzt permissive Sexualität ist nicht mehr eine Straftat. Gilt jetzt als Selbstbestimmung.
hat früher gegen das Sittengesetz, also gegen so ein Reinheitsgebot verstoßen. Also insgesamt gibt es da einen Fortschritt. Es gibt natürlich auch diesen interessanten Fall, das interessiert Philosophen besonders, was ist, wenn man jetzt so aufgewachsen ist und man hat immer noch diese Neigung. Ne? Also das Beispiel, was Philosophen oft wählen, was ist, wenn du jetzt sehr homophob aufgewachsen bist, gibt es ja Leute. Ne? Die sind in so einem Umfeld aufgewachsen, in Amerika, in den Südstaaten, gibt es das oft. McPom auch. Genau, und dann selber sagst du aber, so möchte ich nicht leben, das ist nicht so, wie ich sein will, hast aber noch so eine leichte Neigung, die du spürst. Und für meine Begriffe ist das eigentlich genau der Moment, wo man zeigen kann, dass unsere Vernunft oder Selbstkontrolle unsere primären Neigungen überschreiben kann. Denn es kann immer sein, dass es Menschen gibt, die haben so eine leichte, vielleicht auch Fremdenfeindlichkeit, vielleicht auch eine leichte Homophobie, aber sie leben nicht danach. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem, der das spürt, aber sagt, ich spüre das so, ich bin vielleicht so aufgewachsen, aber ich will das nicht haben. Ich will nicht dieser Mensch sein, der danach lebt. Und das zeigt meiner Ansicht nach auch aus philosophischer Sicht, dass diese Idee, was so Aristoteles, Kant und sich andere vorgestellt haben, dass die Vernunft über die Leidenschaften, die Neigungen, die Emotionen, Dispositionen, ja, dass sie das überstimmen kann, dass das tatsächlich auch empirisch möglich ist. Die Biologen, die ich da jetzt gerade beschrieben habe, diese lustigen Experimente oder aufschlussreichen Experimente, die neigen so ein bisschen dazu, weil es Evolutionsbiologen sind oder Psychologen, zu sagen, ja, wir können gar nichts dagegen machen. Ne? Wir sind so ein bisschen Spielball unserer inneren emotionalen Disposition. Es gibt da einen Forscher, Jonathan Haidt, der sagt, unsere Emotionen sind sowas wie der Elefant und unsere Vernunft ist der Reiter. Und die Vernunft denkt die ganze Zeit, ich gebe vor, wo der Elefant hingeht, aber der Elefant geht einfach dahin, wo er hingehen will. Und wenn du den Reiter fragst, warum bist du jetzt links rumgegangen mit dem Elefanten, dann erfindet er einen Grund. Ne? Also eine nachgereichte Scheinerklärung. Aber was wirklich passiert, machen die Emotionen. Und ich glaube, das Beispiel von dir und andere zeigen eher, das ist sicherlich in vielen Fällen der Fall. Aber es gibt auch genug Fälle, wo man sagt, nee, ich möchte so nicht leben. Ich möchte nicht nach meinen primären Neigungen gehen, ich überschreibe die. Ja. Denn ich wollte eigentlich gar was anderes fragen, aber gibt es dann demnach einen freien Willen? Ja, große philosophische Frage. Freien Willen gibt's, würde ich sagen. Schnelle Antwort ja. Und lange Antwort kommt darauf an, was man mit frei und mit Wille meint. Genau. Also die Willensfreiheitsdebatte kurz. Ja. Okay, gerne. Also die klassische Willensfreiheitsdebatte, die sehr lange geführt wurde, die ging so, ist die Welt ein für einmal festgelegt? Das ist die Position des Determinismus, die sagt, es gibt nur einen Weltlauf. Früher hat man gesagt, Gott hat das festgelegt oder das Schicksal hat das festgelegt. Heute sagt man, die Naturgesetze legen den Weltverlauf ein für einmal fest und es kann nur einen geben. Und wenn ich jetzt das Universum nochmal durchspielen würde, Gott spult nochmal zurück bis zum Urknall, lässt nochmal durchlaufen, würden wir genau zur gleichen Zeit jetzt wieder hier sitzen und das kann er 100-mal machen, wir würden immer wieder hier sitzen. Ne? Also es gibt nur einen Weltlauf, vollkommen klar. Und diese Position scheint im Widerspruch zu stehen zu dem, was man vielleicht den freien Willen, ich nenne das Handlungsfreiheit, nennen könnte, nämlich die Idee, dass man das eine oder das andere tun kann. Ne? Ich habe irgendwie subjektiv den Eindruck, ich könnte jetzt dieses Glas nehmen und daraus trinken, aber ich könnte es auch stehen lassen. Jetzt lasse ich es stehen. Habe ich gerade mich dafür entschieden. Ne? Ich habe die Wahl. Aber wenn ich es entweder stehen lasse oder nicht stehen lasse, scheint es so zu sein, dass der Weltlauf sich verzweigen kann. Ne? Entweder geht er links rum oder rechts rum. Er ist nicht ein für alle Mal festgelegt. Ja. Aber nur eins von beiden kann wahr sein. Entweder er ist festgelegt oder ich kann mich entscheiden. Das war die klassische Debatte. Die moderne Debatte ist ein bisschen komplizierter geworden, weil Leute gesagt haben, naja, vielleicht ist das gar kein Widerspruch. Vielleicht kann ich sagen, der Weltlauf ist festgelegt und es gibt trotzdem sowas wie Freiheit und Unfreiheit. Wenn man das erklären soll, ich selber glaube daran nicht, mir fällt es extrem schwer, das zu erklären. Das haben einige Philosophen behauptet, ist, glaube ich, auch unter Kollegen die Mehrheitenmeinung. Die nennt man Kompatibilisten, die sagen, es ist kompatibel. Man kann Determinist sein und man kann sagen, man hat Willensfreiheit. Ich persönlich, mir fällt es so schwer, weißt du, wenn man sich in eine Position reindenken soll, die man nicht für plausibel hält, die möglichst stark zu machen. Aber ich mache mal nochmal einen Sprung. Und dann gibt es aber noch den dritten Schritt, und zwar eine empirische Debatte, dass nämlich Neurowissenschaftler, Psychologen, Evolutionsbiologen, Genetiker gesagt haben, schau mal, es ist nicht nur so hier dieses Alte mit Naturgesetzen und Physik und Urknall. Wir können dir handfest zeigen, wenn wir uns das Gehirn angucken, oder die psychologischen Experimente oder die Genetik, dass die dich festlegen. Und du brauchst gar nicht hier mit den Naturgesetzen zu kommen und zur Physik zu schauen. Du kannst dir eigentlich die empirischen Wissenschaften angucken und die zeigen dir eigentlich, du bist nicht frei. Und das wäre so ein bisschen in die Richtung, was wir gerade hatten, dass die sagen, schau mal, deine ganzen Entscheidungen, die du triffst, triffst du aufgrund deiner emotionalen Disposition. Die hast du entweder von Anfang an oder hast du in der frühen Kindheit bekommen und du hast eigentlich gar nicht die Wahl.
Und ich halte das für ein bisschen kurzschlüssig. Ich glaube, dass, wie gesagt, ihre eigenen Versuche teilweise zeigen, dass das funktioniert. Also Selbstkontrolle ist so ein Beispiel. Ne? Man muss nicht jedem Trieb nachgeben. Eigentlich kann man sagen, die Entstehung der Kultur, der modernen Kultur, besteht darin, dass der Mensch gelernt hat, sich selbst zu kontrollieren. Impulskontrolle, Gewaltkontrolle, langfristige Planung, alles das, was in der Aufklärung als das sozusagen die Wunderwerke der Vernunft gilt. Das ist genau das, was tatsächlich unsere Triebe und sowas kontrolliert. Und dann gibt es sowas wie gesagt, moralischen Fortschritt, wo man sehen kann, wir sind dem ja nicht hilflos ausgeliefert. Wir denken drüber nach, wir reflektieren und ändern dann die Umweltbedingungen oder unsere eigenen Änderungen. Deshalb würde ich sagen, sozusagen sowohl philosophisch als auch, wenn man sich diese empirische Willensfreiheitssache anschaut, glaube ich, sind beides zu krasse, schwer haltbare Thesen, zu sagen, wir haben keine Willensfreiheit. Aber was ich glaube ist, wir überschätzen unsere Willensfreiheit. Das ist sicherlich so, das haben die Psychologen wirklich gezeigt. Wir leben so in den Tag hinein, haben nicht immer Gedankenkontrolle, machen auch viele Sachen so impulsiv und emotional. Und wenn wir gefragt werden, gibt es so eine Art Ex-Post-Rationalisierung. Ne? Im Nachhinein erklären wir, warum wir das getan haben. Wenn wir ganz ehrlich wären, würden wir sagen, wir wissen es nicht. Ne? Also es gibt eine Überschätzung des eigenen Einflusses, aber das heißt nicht, dass es gar keinen mehr gibt. Ne? Das ist, glaube ich, so der Denkfehler gewesen. Die haben gesagt, oh, weil ich dir jetzt zeigen kann, wenn ich dir jetzt 80 Millisekunden ein Foto zeige von einem Eis, vom Schokoladeneis und danach sollst du entscheiden, willst du Schokolade und Vanille, dann sagst du Schokolade, dann frage ich dich warum, dann sagst du, es war schon immer dein Lieblingseis, ne? Oder es war auf deiner Liste und in Wirklichkeit kann ich nachweisen, es kam von dem Foto, das du nicht gesehen hast. Ne? Wenn sowas geht, das gibt es teilweise, solche Priming heißen die, ne? Experimente. Und nur weil es solche leichten Beeinflussungen gibt, in ganz wenigen Fällen, muss man sagen, es ist sehr, sehr beschränkt, haben die dann daraus gemacht, dann ist man ja immer beeinflussbar, immer manipulierbar, ne? Der manipulierbare Mensch. Das ist einfach eine Übertreibung. Ist, glaube ich, auch oft so eine Verkaufsstrategie für Bücher. Ne? So, es gibt hunderte von solchen Büchern, die heißen Das Verschwinden des Ichs, der unfreie Wille, was weiß ich, die Macht des Unbewussten und so. Das ist so überraschend und aufregend und neu und provokant, weil wir so ein Selbstbild haben, dass wir doch autonom und frei sind und selber entscheiden. Deshalb ist es erstmal so, oh krass, wir haben jetzt nachgewiesen, dass es nicht geht. Aber ich glaube, empirisch, wie gesagt, ist das oft nicht gut belegt. Zurück zum Ekel. Wovor ekelt sich Philipp Hübel? Also ich habe eine relativ schwache Ekelausprägung tatsächlich. Ich habe mir schon mal Sorgen gemacht, weil ich mal einen Artikel über Psychopathen gelesen habe. Und da stand drin, der ein Faktor, woran man Psychopathen erkennen kann, sie ekeln sich vor fast gar nichts. Ich muss sagen, ich ekel mich relativ selten, aber da gibt es auch schon Sachen, die gut bei mir funktionieren. Also ein Experiment, Gedankenexperiment, was die da in den Versuchen da machen, um das nachzuweisen, geht zum Beispiel so. Das sind immer so kleine Aufgaben. Also stell dir Folgendes vor, da ist eine Frau, die arbeitet in der Pathologie. Und da soll so ein Leichnam von einem Patienten, der hat seinen Körper der Medizin übergeben, der ist jetzt obduziert worden, untersucht worden, alles ist da gemacht worden. Und der soll jetzt in so einem Hochofen eingeäschert werden, ne? Der soll entsorgt werden. Und sie hat aber so dieses Gefühl, ich würde gern mal ausprobieren, wie eigentlich Menschenfleisch schmeckt. Schneidet sich ein Stück vom Bein raus und brät das zu Hause mit Rosmarin. Ist das moralisch verwerflich, was sie getan hat? Er hat gesagt, mir ist egal, was mit meinem Körper passiert, es kriegt keiner mit, das ist wichtig. Was würdest du sagen? Einfach nur so als, das fragen die dann. Ja. Einfach du als, was würdest du sagen? Sie das darf? Ja. Sie darf es, ja. Würdest du sagen, es ist moralisch okay? Ob es moralisch okay ist? Findest du es eklig? Ich finde es eklig. Ja, ich finde es. Aber sie darf es. Genau. Ist interessant, ich würde auch sagen, es ist Morale, es ist ein Grenzfall. Ich finde es komischerweise eklig, aber ich kann es ganz ehrlich, ich habe jetzt ganz viele von diesen Gedankenexperimenten hier schon durchgegangen, aber ich kann es schwer begründen, warum das noch eklig ist. Und das würde, ja, ich kann es. Menschenfleisch essen. Klar. Kannst du nicht begründen, warum das eklig ist? Genau. Man kann zwar sagen, man soll nicht Menschenfleisch essen, aber warum ist das nicht Menschenfleisch? Natürlich von Leuten, die noch leben oder die das nicht wollen, aber im Prinzip, wenn man das Fleisch von Tieren isst, warum soll man es jetzt nicht von Menschen essen? Ne? Es spricht erstmal nichts. Man kann erstmal keinen richtigen Grund finden, aber man hat trotzdem diese starke Intuition, ich würde das selbst niemals machen und es ist widerlich, dass sie es macht. Und die Argumentation von diesen Leuten, die solche Versuche machen, die wollen jetzt, denen geht es ja gar nicht um Menschenfleisch, ne? Denen geht es einfach darum, warum haben wir so starke moralische Intuitionen oder auch so Ekelintuitionen bei bestimmten Sachen,
und können sie aber nicht besonders gut moralphilosophisch begründen. Man könnte natürlich mit Kant sagen, man macht den Menschen zum Objekt. Kant sagt, man darf Menschen niemals zum bloßen Objekt machen. Man muss sie immer als ganze Person, jetzt etwas modern gesprochen, auffassen. Und wenn ich natürlich von einem Menschen was wegschneide, mache ich ihn zum Objekt. Aber es gibt andere Formen, wo man Menschen zum Objekt macht, die wir nicht so schlimm finden. Also muss irgendwie was wahrscheinlich evolutionär in uns drin sein. So eine Art Tabu, vielleicht sogar, wie gesagt, eine angeborene Disposition, dass man andere Menschen nicht isst. Ich frage mich gerade, ob Ekel dazu führt, also angenommen, ich empfinde Ekel etwas gegenüber, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Mensch auf der Straße. Ja, klar, gegenüber Menschen haben wir auch. Also ich ekle mich nicht vor Obdachlosen, aber es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, oh Gott, ey, wie schrecklich oder so weiter. Führt Ekel dazu, dass ich mich entscheide, loszuwerden, also irgendwie dagegen was zu machen, also irgendwie zu sagen, okay, mich ekelt der Obdachlose, aber ich will, dass das aufhört, dass der mich nicht mehr ekelt und dass der quasi nicht mehr obdachlos ist. Ja. Also das ist sicherlich so. Diese Haltung gibt es zum Glück nicht bei allen Menschen, aber das ist eine Neigung, die wir haben. Angst und Ekel sind beides erstmal Warnmechanismen, die sagen, da ist eine Gefahr. Ne? Angst sagt, das ist eine Bedrohung für dich, wenn du vor irgendwas Angst hast. Da bedroht dich irgendwas, da ist Angst vor dem Hund oder vor der Abiturprüfung oder vor dem Weltuntergang, aber es ist immer eine Bedrohung für dich. Ne? Angst repräsentiert die Welt als bedrohlich, Ekel als infektiös. Eigentlich auch eine Form der Bedrohung, eine spezielle Form. Und eine Strategie, mit der Emotion umzugehen, nennt man Coping Strategies, also wie gehe ich eigentlich damit um, welche Handlung folgt auf diese Emotion, ist oft entweder meiden, ne? Wenn ich Angst vor dem Hund habe, gehe ich weg, dann kommt ein oder jemand kommt auf mich zu, ich habe Angst vor dem Typen da hinten, der da so düster auf mich zukommt, ich laufe weg, also Flucht, meiden, oder eine andere Strategie ist, etwas dagegen zu unternehmen, ne? Zum Angriff überzugehen. Jetzt kann man zeigen, dass gerade vor allem, also wenn man jetzt über rechte Gewalt nachdenkt, ne, die ja oft, da geht es ja oft darum, dass irgendwelche Minderheiten auch als minderwertig angesehen werden von den Rechten. Ne? Also die ganzen Studien zeigen, dass Abwertung von Minderheiten ein Merkmal des rechtsextremen Denkens ist. Abwertung von Muslimen, von Juden, Sinti und Roma, Obdachlosen, Homosexuellen, Frauen auch, ja, die zumindest als Minderheit dann von denen so wahrgenommen werden. Und dass gerade wenn Gewalt im Spiel ist, ein wichtiger Faktor ist Gewalt. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt, aber diese Abwertungsgewalt nennt man manchmal auch Dominanzgewalt. Das ist halt eine Gruppe, da gibt es eine andere Gruppe und die muss sich nicht mehr als gleichwertig auffassen, sondern die ist wertlos. Ja? Dass das auch stark mit so einer Ekeldisposition korreliert ist. Also dass Menschen, die so einen starken Ekel empfinden, eher bereit sind, dann Gewalt anzuwenden. Zorn oder Wut allein, Aggression allein, führt noch nicht zur Gewalt, weil wir werden ganz oft im Alltag wütend oder zornig. Ne? Mich rempelt einer an, ich bin ein bisschen kurz wütend, aber ich schlag den deshalb nicht. Ja? Oder ich muss super lange an der Kasse warten und bin genervt. Ne? Genervt sein ist auch eine schwache Form der Wut. Wut ist eher so der Mechanismus, der sagt, da ist ein Hindernis in meinem Weg. So, ich will ein Ziel erreichen, das kann wirklich der physische Weg sein, aber kann auch ein Hindernis sein und irgendwas stört mich daran. Ne? Also irgendeine Störung, aber da ist noch nicht die Strategie, dass wir sofort gewalttätig werden gegenüber anderen Menschen. Aber wenn sich Wut, Zorn mischt mit Ekel, wird manchmal als Verachtung beschrieben, im Englischen Contempt. Es gibt nicht so eine ganz 1:1 Übersetzung im Deutschen, aber Verachtung kommt dem ziemlich nahe. Das ist so eine Vorbedingung, wo es dann sehr, sehr viel wahrscheinlicher wird, dass Leute auch Gewalt anwenden gegen diese Minderheit. Oder es dann auch so für sich danach rechtfertigen, dass sie sagen, das waren ja gar keine Menschen. Ne, das sind gar keine Menschen, das ist irgendwas anderes. Also auch diese Ungeziefer-Vergleiche, ne, was man im Nationalsozialismus gehabt hat, aber auch jetzt noch in vielen Formen so der Verachtung von anderen Gruppen geht immer mit, das sind ja keine vollen Menschen, sondern das ist Ungeziefer, die müssen vernichtet, vertilgt werden. Ne? Also auch so eine, sieht man eigentlich schon in der Beschreibung, dass da irgendwas mit Ekel, dass das mit Ekel was zu tun hat. Du hast gerade rausgehört, dass die Rechten quasi Menschen abwerten und da wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit und so weiter. Ja. Tun das, sag mal, progressive, linke Menschen nicht auch, wenn wir zum Beispiel irgendwie Nazis identifizieren und sagen, das sind Nazis, das sind schlechtere Menschen. Das ist eine gute Beobachtung. Also mit Rechten meine ich jetzt Rechtsradikale oder Rechtsextreme, nicht jetzt einfach rechts von der Mitte, weil manchmal bezeichnet man die Konservativen auch als die Rechten und da, wenn man es jetzt rein symmetrisch macht, im deutschen Sprachgebrauch ist das so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen asymmetrisch mittlerweile geworden. Genau, erstmal ist das ein universelles Phänomen, dass sich Ekel auf, auch auf Personen, Gruppen beziehen kann, die man
irgendwie in irgendeiner Weise nicht mag. Also Ekel bezieht sich nicht nur auf Speisen und auf Einzelpersonen, sondern auch auf Gruppen, Gruppensymbole, auch auf Ideen. Ne? Also man kann sich auch vor dem rechten Gedankengut ekeln oder vor dem linken Gedankengut. Ne? Das geht genauso. Und deshalb findet man das sicherlich auch im linken Diskurs, auf jeden Fall. Ich habe neulich einen Spiegelartikel gelesen, habe jetzt die Autorin vergessen und sie hat ein bisschen geschrieben, wie sie als, ich glaube, sie war Afrodeutsche, war in den neuen Bundesländern und ist unglaublich angefeindet worden. Aber hat selber auch in ihrem Artikel dann so 2, 3 Wörter verwendet, wie das ist ein Virus, der sich da ausbreitet. Ne? Fremdenfeindlichkeit als Virus, als auch eine Form von Krankheit sozusagen. Ne? Und das ist schon sehr nah an dieser Ekelmetaphorik. Ja? Also erstmal ist es eine gruppenbezogene Emotion, die halt besonders bei Loyalität, das ist halt ein gruppenbezogenes, sozusagen moralisches Thema, zu welcher Gruppe gehöre ich und was ist die andere Gruppe? Das haben alle Menschen. Wir sind alle so Tribalisten. Wir wollen uns immer einer Gruppe zuordnen. Aber man kann schon sagen, dass es im rechten Lager, also vor allem im rechtsextremen Lager, deutlich stärker ist und vor allen Dingen auch deutlich häufiger zu Handlungen führt, zu Gewalthandlungen als im linken Lager. Also das ist schon, da gibt es schon Asymmetrien. Ja. Gibt es etwas, wovor du dich jetzt nicht mehr ekelst, wovor du dich früher geekelt hast? Das ist eine gute Frage. Bei Speisen, also ich habe früher zum Beispiel Käse nicht gemocht, ne? Das ist so ein Beispiel. Nee, das kam relativ spät bei mir. Ja, die Biologen sagen ja, das hat was mit den Geschmacksnerven zu tun, die sterben ab. Also wir essen deshalb so gerne würzige Dinge, wenn wir älter werden, ne? So der Käse und die, was weiß ich, die Blutwurst und so weiter, was man als Kind nicht mochte, weil man als Kind noch mehr Feinheiten geschmeckt hat. Und jetzt immer weniger Feinheiten schmeckt und immer größere Herausforderungen braucht geschmacklich. Ja. Ekelst du dich heutzutage vor etwas, wovor du dich damals nie geekelt hast? Nee, fällt mir jetzt auch nichts ein. Vielleicht auch Ideen oder Menschengruppen? Nee, Menschengruppen habe ich, das habe ich wirklich nicht. Du ekelst dich also nicht vor Nazis? Also ich finde Nazis scheiße, ja, kann ich schon so sagen. Aber ich habe jetzt nicht so ein Ekelgefühl. Ja, ich würde es mit anderen Wörtern beschreiben. Zum Beispiel? Ja, die sind widerlich. Nee, die sind, ja, die haben die falschen Auffassungen, die ja, sind dumm, haben irrige Überzeugung, absurde Überzeugung oft. Also ich würde es eher versuchen, auf einer ja, argumentativen Ebene, irgendwie inhaltlichen Ebene zu beschreiben. Anderer Punkt, den du angesprochen hast, war Loyalität. Ja. Bei Konservativen und so weiter. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Genau. Wem bist du gegenüber loyal? Genau, Loyalität hat erstmal jeder Mensch und ich natürlich auch, vor allen Dingen gegenüber seiner Familie und seinen nahen Angehörigen. Ja? Also das ist erstmal ein normales Phänomen. Das ist mit diesem Ausdruck Loyalität auch erstmal nicht gemeint. Ne? Also es gibt sozusagen, im Alltag würden wir sagen, ich bin natürlich meiner Familie gegenüber loyal. Ne? Ich würde für meine Familie und meine besten Freunde, meine Lebensgefährtin, würde ich jetzt jedes Gesetz brechen. Ja? Das steht mir auf jeden Fall über allen anderen Prinzipien. Aber es gibt natürlich noch eine andere Loyalität und das ist diese Loyalität gegenüber einer Gruppe, mit der man nicht verwandt ist. Also die ein bisschen größer ist. Ne? Das ist so meine Heimat, Nation, mein Staat. Die Heimat, der Staat, die Religionsgruppe, der Fußballverein. Ne? Das ist irgendeine etwas losere Gruppe. Und genau. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch relativ schwach ausgeprägte Loyalitäts Neigung. Ich lebe ja nach dem Motto von Groucho Marx und ich möchte nicht Mitglied in einem Club sein, der Leute wie mich aufnimmt. Und ich hatte das schon eigentlich, wo du vorhin von Schulzeit geredet hast, schon seit der Schulzeit so, dass ich immer ein bisschen gefremdet habe mit Gruppen. Und ich habe früher mal gedacht, das stimmt was mit mir nicht. So, ich mochte nie so gerne so Gruppenerlebnisse. Ich habe mir einmal in meinem Leben Oktoberfest angeschaut. So, ich konnte da nichts dran gewinnen, selbst mit Alkohol. Karneval habe ich mal gemacht, Love Parade, um das einfach mal so zu erleben. Aber mir gibt es persönlich nicht sehr viel, so in einer Gruppe aufzugehen. Ne? Dafür bin ich ein bisschen zu individualistisch. Ist sicherlich auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Ich habe andere Freunde, auch Kollegen in der Philosophie, so, die finden das richtig toll. Ich habe einen, der ist dann so Fußballfan und der ist dann auch da voll drin. Ja? Der verändert sich auch in seiner Persönlichkeit. Der geht dann auch mit der Gruppe mit. Aber ich habe das nicht so stark. Du gehst auch nicht auf Philosophenkonferenzen zum Beispiel. Ja, aber das ist ja immer noch individualistisch. Ne? Auf der Philosophenkonferenz sind ganz viele Individualisten in einer Gruppe, aber da gibt es auch kein Gruppengefühl. Ja.
keine Wir-Intentionalität, so nennen das die Philosophen. Ne? Also es gibt das Gefühl, ich kann sowas sagen, hier ist jetzt eine Gruppe von 5 Leuten, aber wir haben jetzt nicht unbedingt notwendigerweise ein Gefühl, dass wir zusammen etwas machen. Und das ist nochmal was ganz anderes bei Menschen, dass ob sie das Gefühl haben, sie sind Teil eines so einer Art organischen Ganzen und die Gruppe als Ganzes agiert. Also sowas wie, du bist in diese Laola-Welle machen. Ja, da hast du ja nicht das Gefühl, jeder Einzelne geht jetzt hoch, sondern die zusammen, die haben so eine Art Verbindung, ne, die Leute spüren. Und manchen Menschen macht das unglaublich Spaß, so dieses Auflösen in der Gruppe, anderen nicht so. Aber es ist richtig, dass die Konservativen sind ein bisschen kollektivistischer, was das betrifft. Kollektivismus, also Anti-Individualismus heißt mehr gruppenbezogen, gibt es auch auf der linken Seite sicherlich, aber dieses so in einer Teil einer Gruppe sein, sich einer größeren Sache unterordnen. Das ist Loyalität, das ist Leuten, denen Loyalität wichtig ist, auch wichtig. Ne? Also das findet man bei Konservativen in Deutschland. Aber genauso nimm ISIS, ja. Da ist auch ein starkes Merkmal, wie die gearbeitet haben, wie die rekrutiert haben, ist immer zu sagen, hier, wir sind eine verschworene Gruppe gegen diesen einen großen Feind. Komm zu uns, werde Teil von dieser Gruppe, kämpfe als Teil einer Gruppe. Ne? Das war gerade als Angebot für die, die sagen, im individualistischen Westen, wo jeder so sein Ding macht und alle vereinsamen, etwas überspitzt gesagt, bieten wir dir hier eine Identifikation über eine Gruppe. Und oft arbeiten auch die rechteren Parteien damit, ne? Die sind da sehr ähnlich. Ne? Ich muss sagen, also rechtes Denken, autoritär loyales Denken ist weltweit läuft immer nach demselben Schema. Ist vollkommen egal, wer das ist. Und diese ganzen Angebote zu sagen, also bei den Rechtsradikalen zum Beispiel, wir machen hier so Wehrsportübungen und Feldlager und du kriegst nochmal so dieses tolle Gemeinschaftsgefühl. Gerade immer als Abgrenzung zu dem, was als modernistisch, urban, individualistisch wahrgenommen wird. Ne? Das ist immer das, was appelliert an Leute, die sagen, ich finde das schon irgendwie gut, in einer Gruppe zu sein. Ich müssen so raus, als ob der gemeine Islamist im Nahen Osten, also der sich mit Gewalt gerne behilft, vielleicht mehr gemeinsam hat mit einem AfDler als mit anderen Menschen. Ja, also wenn man sich die emotionalen Profile anguckt und diese Studien anguckt und sagt, naja, was ist den Leuten wichtig? Autorität, Loyalität, Reinheit. Dann gibt es eine unglaublich große Nähe zwischen bestimmten Themen, die man im radikalen Islamismus findet. Ne, Reinheit mit der Sexualität, die Ungläubigen sind unrein, Autorität. Ne, es gibt klare Strukturen, alles ist von Gott natürlich gegeben, aber es gibt auch klare Familienstrukturen wie das Patriarchat, ne? Der Vater hat das Sagen in der Familie, die Jungs haben mehr zu sagen als die Mädchen, werden anders behandelt. Das ist klassisch Autorität, eine Hierarchie, Status ist da wichtig, Reinheit und Loyalität, Gruppenzugehörigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das findet man überall, das zeigen die Studien, die haben die gemacht in Asien, in Brasilien, im Nordafrika, in Europa, in Australien. Also das ist weltweit immer dasselbe Schema und das passt natürlich zu diesen Evolutionsbiologen, die sagen, naja, warum ist es weltweit dasselbe Schema wie bei Chomsky? Es gibt angeborene Dispositionen und die können natürlich verstärkt werden durch gesellschaftliche Bedingungen, können hervorgerufen werden. Jeder hat erstmal die Möglichkeit, in die eine oder die andere Richtung zu gehen, aber bestimmte Themen kommen einfach wieder und einige Kulturen oder Gruppen in Kulturen machen Angebote, die zu den Menschen dann ganz gut passen, die das irgendwie empfinden. Mag jetzt eine fachfremde Frage sein, aber fällt mir jetzt auch gerade ein, es geht ja auch bei der Sexualität immer um die Frage, ist das jetzt angeboren oder macht mich meine Umwelt heterosexuell oder schwul? Wie ist da der Forschungsstand? Es ist ein extrem schwieriges Thema. Das ist deshalb umstritten, weil die Aussage, es ist angeboren, wurde oft missbraucht. Ne? Deshalb gibt es überhaupt, vielleicht dazu kurz was sagen und dann beantworte ich die Frage, das ist besser. Also sagen wir mal, der sozial- und kulturwissenschaftliche Diskurs ab den 60er, 70er Jahren in Europa, so die intellektuellen Kulturphilosophen, Sozialphilosophen, Kultur- und Sozialwissenschaftler, die haben eigentlich sehr, sehr vereinfacht gesagt, ne, aber die hatten ein großes verbindendes Ziel und die waren immer gegen alle Formen von Unterdrückung. Ja? Unterdrückung war alle Formen, wo irgendwie Macht oder Unterdrückung sich manifestiert, sei es jetzt politisch, gesellschaftlich, Patriarchat, Männer, Strukturen, egal. Das war erstmal der große Kampf gegen Unterdrückung. Und viele, die in diesen Unterdrückerstrukturen sozusagen sich ihren Platz gesucht haben, die haben oft so argumentiert, dass sie gesagt haben, etwas ist angeboren und haben das als Rechtfertigung verwendet für die Zustände. Ne? Haben gesagt, warum ist die Welt so, dass der
Mann die Jobs hat und nicht die Frau. Ne? Warum sind die Männer in den Machtpositionen? Naja, angeborenerweise ist der Mann stärker oder schlauer als die Frau. Das heißt, das wurde oft, dieses Angeboren wurde verwendet als Rechtfertigung. Und philosophisch ist das absolut naiv und falsch schon gewesen. Man hätte das ganz leicht widerlegen können, indem man einfach sagt, von einem physischen Zustand, von einem Seinszustand, einem deskriptiven Zustand, also Männer sind deskriptiv im Mittel körperlich Frauen überlegen, folgt kein Sollen. Ja? Aus einem Sein folgt kein Sollen, hat Hume schon gesagt, der Philosoph der englischen Aufklärung, nennt man naturalistischen Fehlschluss. Wer schließt von dem Zustand, wie die Welt ist, dass sie auch so sein soll, ist einfach naiv, weil das Sollen kriegst du daher nicht. Ja, deshalb soll es so, ne? Also wie er sagt, weil Männer physisch stärker sind als Frauen, das ist so, sollen sie die Frauen auch beherrschen. Ne? Oder warum sind die warum ist die weiße Rasse den anderen Rassen überlegen? Ne? Das war auch so ein Thema, weil sie, das sieht man auch daran, dass sie die anderen Rassen beherrschen. So, ne? Das waren einfach Denkfehler. Und aber anstatt diesen Denkfehler anzugehen, diese Argumentation mit, da gibt es angeborene, natürliche Positionen, die sind einfach so, haben die Sozial- und Kulturwissenschaftler dieser Zeit lieber gesagt, dieses ganze Schema schmeißen wir weg. Und wir greifen die Prämisse an, nämlich, dass davon angeboren geredet wird. Wir sagen lieber, alles ist Umwelt, alles ist Gesellschaft. An der Gesellschaft können wir was verändern. Wer angeboren sagt, ist sowas wie ein Protofaschist. Ne? Der will eigentlich damit die Missstände rechtfertigen. Und bis heute gibt es auf Konferenzen den Reflex, ich habe selber das nicht erlebt, aber Kollegen, die mir erzählt haben, wenn du angeboren sagst auf bestimmten linken kulturwissenschaftlichen Konferenzen, wirst du ausgebuht. Weil die sofort wittern, da will einer irgendwas rechtfertigen mit angeboren. Ja? Einen Status quo rechtfertigen, gegen den wir die ganze Zeit kämpfen. Ja. Deshalb ist es sehr, wenn du jetzt sagst, Homosexualität ist angeboren, ich kenne dazu die Forschung tatsächlich nicht, aber wenn einer das sagen würde, ein Wissenschaftler, dann sagt, es muss doch eine starke Disposition geben, die sah, ja, gibt es vielleicht irgendwelche Evidenz, dann kann das unter dem Verdacht stehen, dass jemand damit sagen will, vielleicht weil es angeboren ist, ist es minderwertig. Wenn natürlich Homosexualität angeboren ist, ist trivialerweise auch Heterosexualität angeboren. Wenn alle Formen von Sexualität angeboren sind, müssten wir ja sagen, naja, dann ist es offenbar natürlich. Dann könnte man auch umgekehrt sagen, dann ist es ja schützenswert. Ne? Man könnte sagen, wenn ich meine Sexualität selber nicht wähle, ich habe mich ja nicht entschieden, hetero oder homosexuell zu sein, dann kann ich offenbar nichts dafür und dann kann man auch jemanden nicht dafür verantwortlich machen. Also könnte man eigentlich aus moralphilosophischer Sicht sowieso sagen, angenommen, im Jetzt-Zustand hat man eine bestimmte sexuelle Vorliebe. Vielleicht kommt die durch eine Disposition, die man hat, genetisch. Vielleicht kommt durch die Umwelt oder vielleicht durch beides. Aber eigentlich ist es vollkommen egal. Wir haben sie in keinem Fall selber gewählt. Also können wir auch keinen einen Vorwurf dafür machen, dass er die eine oder andere Vorliebe hat. Insofern kann man es eigentlich, glaube ich, moralphilosophisch ziemlich schnell klären, dass Homosexualität genau so schützenswert und natürlich ist wie Heterosexualität. Im Prinzip sind ja Heterosexualität und Homosexualität zwei Extrempositionen. Dann kommt noch dazu, ne, in der menschlichen Sphäre gibt es fast nichts, was jetzt rein binär ist, ne, entweder oder. Es gibt sehr viele Zwischenformen zwischen Männern und Frauen, zwischen gelebter und gefühlter Sexualität. Insofern ist es genau, ist es eh ohnehin müßig, da jetzt da irgendwelche Grenzen zu ziehen. Oder wo kommt Bisexualität her oder Transsexualität? Genau. Kenne ich mich nicht so gut aus, aber würde ich sagen, fällt in dieselbe Kategorie. Warte mal, du hast davon gesprochen, dass du die Wutbürger nicht Wutbürger nennen würdest, sondern Ekelbürger. Ja. Kannst du das nochmal erläutern? Ja, das habe ich so als kleinen Spaß gesagt, weil das war das, was wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, es gibt eine Tendenz zu sagen, die primären Emotionen, die zum sogenannten Rechtsruck geführt haben, wenn Leute über Pegida reden, aber auch sicherlich der Zulauf, die AfD erhalten hat, dann sagen sie immer, entweder es ist Angst oder es ist Wut oder Aggression. Ja, und Angst ist der, es gibt jetzt erstmal, fangen wir mit Angst an, es gibt Untersuchungen, die zeigen, Leute im konservativen bis rechten Spektrum haben mehr Ängste vor der Zukunft, ein bisschen mehr als Progressive. Und zum Beispiel bei Wählern der AfD hat man zeigen können, die haben am meisten Angst vor Fremden. Ja, ist ganz, ganz hoch. In den anderen Parteien ist es deutlich niedriger. Also Angst ist erstmal eine Beobachtung, die man haben kann. Die haben Ängste. Aber bei Angst ist es nicht so, dass der Coping-Mechanismus, also wie gesagt, wie gehe ich damit um, was mache ich aus der Angst, ist noch nicht der Mechanismus, der dazu führt, dass ich jetzt sofort fremdenfeindlich bin. Ja, man hat ja vor vielen Dingen Angst. Angst führt eigentlich dazu, wie gesagt, dass man die Angstquelle meidet.
Also halte ich Angst vielleicht für einen Kofaktor, aber nicht den Hauptfaktor, der dazu führt, dass es einen Rechtsruck gibt. Ne? Irrationale Ängste, Abstiegsängste oder so. Ne? Aber wenn ich Abstiegsangst habe, habe ich erstmal die Angst, ich habe kein Essen auf dem Tisch, ich habe nicht genug Geld. Wie soll die Zukunft aussehen? Wie soll es mit meinen Kindern sein? Das sind erstmal die ersten Gedanken, die man da hat. Es ist eine ganz andere Überlegung zu sagen, es sind andere dann schuld. Da muss man schon einen ganz großen Schritt machen, sagen, ich schiebe es jetzt auf andere. Und bei Wut ist es das Gleiche, habe ich auch gesagt. Wut ist einfach erstmal nur ein Ausdruck von, mich stört irgendwas. Das muss aber auch noch nicht keine, da muss noch keine Aggression im Sinne von, dass ich jemanden wehtun will, ja, oder Fremdenfeindlichkeit dabei sein. Ich bin auch wütend, wenn mir einer die Parklücke wegnimmt. Ja, oder wütend, wenn mein Computer zu langsam lädt. So, das ist einfach so, das stört mich was, weil es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber erst, wenn diese Ekelkomponente, deshalb meinte ich, dazukommt, dann kommt so etwas, ein Moment rein, was Degradierung, Verachtung, Abwertung mit sich bringt. Und deshalb glaube ich, dass, wenn man sich die Parolen anschaut, was es bei Pegida gab, und diese Viktimisierung, könnte man sagen, dass man sagt, ne, der Islam ist daran schuld, dass es Menschen schlecht geht, dass sie sich abgehängt fühlen. Das ist ein Mechanismus, der geht über das bloße Angsthaben hinaus. Und da muss irgendwie so eine Abscheukomponente mit reinkommen. Und das ist ein bisschen wenig beleuchtet, finde ich, in Untersuchungen von Soziologen, auch in Befragungen. Warum empört uns konkretes Leid, zum Beispiel von Schwachen, aber sag ich mal, systematisches Leid weniger? Also konkretes Leid, angenommen, wir sehen Obdachlosen, oh, tut uns leid, wir geben ihm Geld, oder wir sehen Kriegsopfer, oh Gott, Bilder, oh, das arme Kind und so weiter. Ja. Aber das Systemproblem, das verheben wir nicht. Zum Beispiel auch in Deutschland, ja, wir haben, oh Gott, wenn wir jetzt Arme sehen, oh Gott, das arme Kind. Ja. Aber wenn wir wissen, 18 Millionen Kinder hungern in Afrika, die Zahl so groß, dass wir es gar nicht, wenn wir die Bilder nicht sehen, löst die Zahl nicht 80 Millionen mal so starkes Mitleid aus wie von dem einen Kind, das wir sehen. Ne? Genau, also in Deutschland haben wir auch 4,2 Millionen Kinder leben in der Armut. Aber wir wollen da anscheinend nichts machen. Aber wenn wir ein armes Kind sehen. Ah. Genau, also die grundsätzliche Beobachtung ist, glaube ich, Menschen können nicht gut mit Abstraktion umgehen. Ja? Also Abstraktion, das würde Kahneman, der Nobelpreisträger, der hat gesagt, es gibt zwei Denksysteme. Etwas vereinfacht gesagt, das schnelle und das langsame Denken. Das schnelle ist das automatische, emotionale, oft auch unbewusste Denken, und das langsame, anstrengende, schwere Denken ist eigentlich das rationale Überlegen. Und die sind in ständiger Konkurrenz, und wir schalten aus mentaler Faulheit oft gerne auf das schnelle System und lassen unseren Bauch entscheiden. Das schnelle System springt sehr stark auf emotionale Reize an. Das heißt, wenn wir das eine verhungernde Kind sehen, haben wir ganz, ganz starke Emotionen, da müssen wir was tun. Das appelliert an unsere Empathie. Die haben auch so gut wie alle Menschen eine Empathiefähigkeit. Wenn wir Leidende sehen, vor allen Dingen Kinder und kleine Tiere, ja, also die sprechen uns sehr, sehr stark an. Das ist gut nachgewiesen. Wenn wir das andere System aber anschalten müssen, ist es unglaublich viel aufwendiger. Ne? Und das ist genau dieser Vergleich, den du da gezogen hast. Es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment aus der Ethik, das unter anderem Peter Singer viel diskutiert hat und viele andere auch. Die haben sowas gesagt wie, stell dir vor, du fährst mit einem Auto und da liegt jetzt ein Motorradfahrer, der hat sich am Bein verletzt im Straßengraben. Und du weißt, du hast jetzt neue Sitzbezüge. Du weißt, wenn du den mitnimmst, der ruiniert deinen Sitzbezug, kriegst auch das Geld nicht wieder. Ja? Und du weißt auch, der wird nicht verbluten, aber der schreit da so vor sich hin, ne? Der leidet. Und du könntest ihn ins nächste Krankenhaus fahren. Ne? Würdest ihn ins nächste Krankenhaus fahren, sagen alle Leute, ja klar, 80 Euro, lass ich es halt reinigen, muss ich machen. Wenn du jetzt Leuten aber sagst, schau mal, wenn du 80 Euro deines Vermögens spenden würdest, könntest du ein Kind, ne, mit Impfungen in irgendeinem Entwicklungsland retten. Ne? Man kann so Rechnungen machen, was weiß ich, jedes Jahr kostet das Kind 8 Euro die medizinische Versorgung, und du kannst das dann sicher retten. Warum spendest du nicht jetzt 80 Euro oder welchen Preis auch immer, ne? Also einen vergleichbaren Preis, um das Kind zu retten? Und die Antwort ist, eigentlich sind die Fälle gleich. Ja? In beiden Fällen geht es darum, dass man ein bisschen Geld verliert und das Leid verkleinert von Menschen. Und es ist offensichtlich so, dass das Leid des Motorradfahrers, auch wenn es vorhanden ist, nicht so schlimm ist wie die Verkürzung des Lebens, also dass das Kind stirbt. Es ist noch viel, viel schlimmer. Trotzdem ist es so, dass wir nicht alle spenden. Und das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass wir das eine als sehr weit und abstrakt sehen. Und abstrakt kann heißen räumlich abstrakt. Es ist nicht vor unserer Haustür. Es kann heißen, dass es kausal abstrakt ist. Wir wissen
es ist von uns zu so weit weg, dass wir auch nicht wissen, ob unser zum Beispiel Konsumverhalten jetzt einen direkten Einfluss auf das Leid dieses Kindes hat, wo das herkommt. Du hast gesagt, hier mit ein Beispiel ist auch Kriegstote, ne? Also es gibt diese Beobachtung, dass viele Menschen mittlerweile durch Drohnen getötet werden. Man weiß, dass diese Zahlen schwanken irgendwie so zwischen 3.000 und 6.000. Man weiß, dass das eine Praxis ist, die die USA durchziehen. Aber komischerweise geht uns das nicht so an. Wenn du jetzt 3.000 Tote irgendwo hinlegen würdest, hier in Weinbergspark, und sagst du, guck mal, das sind die, die in den letzten 10 Jahren da gestorben sind, würden die Leute starr vor Schrecken sein. Aber wenn du denen sagst, das sind 3.000 über 10 Jahre, dann sind das zwei sehr abstrakte Zahlen, große Zahlen, viele Nullen. Dafür hat man dann irgendwann kein Verhältnis mehr. Und das ist eine Sache, wo der Mensch sich immer wieder sagen muss, also jeder Einzelne, wie kann ich es schaffen, von dieser Gebundenheit an mein emotionales, schnelles Denken wegzukommen, auf diese etwas allgemeinere, abstrakte Ebene, wo die tatsächlichen Ungerechtigkeiten verhandelt werden. Kannst du da Hilfestellung geben? Nee, ich glaube, das hat, ja, was heißt Hilfestellung? Also man kann zeigen, dass es A mit Bildung zu tun hat. Bildung hat einmal, je höher der Bildungsstand, desto mehr können Menschen mit Statistiken und solchen abstrakten Zahlenrelationen umgehen. Dann ist es natürlich auch Aufklärungsarbeit, was Journalisten machen. Man muss die Menschen auch immer wieder daran erinnern. Es ist nicht so, dass wir jetzt, dass alle Menschen aktiv nach solchen Zahlen suchen. Ja, also das heißt, man muss es erstmal überhaupt bekannt machen. Man muss die Fakten auf den Tisch legen. Ich glaube auch, dass man keine Angst haben darf, sowas zu emotionalisieren. Manche ist ja immer so umstritten, ne? Jetzt gibt es Hunger im, sagen wir mal, im Südsudan. Wie mache ich die Leute darauf aufmerksam? Weg 1, vielleicht der vernünftige, rationale, ich sage, da sind, ich weiß nicht wie die Zahl ist, 100.000 Menschen akut von Hungertod bedroht. Oder ich zeige, wie du es gesagt hast, das eine verhungernde Kind. Und dann viele sagen, das geht doch nicht, ich verletze ja die Würde des Kindes, ich nutze das ja aus dafür. Und ich glaube, das ist klar, das ist eine Abwägung, das sind zwei schwierige Güter. Ne? Beide Entscheidungen sind nicht lupenrein, aber ich glaube, dass man da ein bisschen konsequenzialistischer denken sollte und sagen sollte, nee, was ist der größte Effekt? Weil das Richtige ist natürlich, dass Europa da viel spendet. Ne? Wir haben genug Geld, die Staaten in Europa oder in der westlichen Welt haben genug Geld, um so eklatantes Leid, ja, zu verhindern. Ne? Wir können jetzt nicht die ganze Welt auf einen Schlag retten, aber es gibt so Situationen, wo ganz klar ist, jetzt können wir unmittelbares Leid schnell verhindern. So. Und dazu sagen, nee, aus irgendwelchen langzeitlichen Überlegungen will ich da nicht eingreifen, halte ich für schwer, also moralisch schwer zu verteidigen. Also wie will man das rechtfertigen? Du hast mal geschrieben, dass nicht jegliche Aufnahmekritik, also in puncto Flüchtlinge, gleich ja. Rechts ist oder rechts ja. sein sollte als, oder als rechts bewertet werden sollte. Ja. Wie kann man quasi nicht rechts die Flüchtlingszahlen kritisieren? Ja, oder die Flüchtlingspolitik oder meinetwegen, oh Gott, mir macht es Sorgen, ja. Ob Deutschland jetzt alle also so viel aufnehmen kann. Zum Beispiel genau. Irgendwie gibt ja auch in der linken Ecke ja auch, Sarah Wagenknecht und so weiter. Ja, die geht genau. Also es gibt, das war ein Artikel über Polarisierung und da ging es erstmal darum, dass Leute sich, das war diese Sache mit dem Tribalismus, sich gerne Lagern zuordnen und wenn sie sich einmal im Lager zugeordnet haben, linkes Lager, rechtes Lager, dann gibt es solche Effekte, die dazu führen, dass man jede Form von Andersartigkeit aus dem anderen Lager total verdammt. Ne? Also wenn man von sehr weit links schaut, das war am Anfang, glaube ich, der Flüchtlingsdebatte so, war jede Kritik, oder ich sag's mal andersrum, es gab viele rechtsradikale Kritiker der geöffneten Grenzen von Angela Merkel. Ne? Viele haben aus einer fremdenfeindlichen, teilweise auch rechtsextremistischen Position gesagt, ich will die hier nicht haben. Haben das vielleicht teilweise ein bisschen kaschiert, aber es war klar, die sind Rechtsradikale. Und es gibt natürlich andere Gründe, warum man das vielleicht sagt, die Aufnahmepraxis muss kontrollierter sein oder es muss besser untersucht sein oder wir können vielleicht aus finanziellen Gründen nur so und so viele aufnehmen. Und ich glaube, diese Gruppe war in dem Problem, dass sie nicht fremdenfeindlich war. Gleichzeitig aber, wenn sie das so gesagt hätte, ich bin gegen einen unkontrollierten Flüchtlingsstrom, schnell in diese Ecke gestellt wurde. Und ich glaube, es war am Anfang auch so, dass bei dem Diskurs erstmal so war, dass alle gesagt haben, wer dagegen ist, Verdacht, dass er rechts ist. Und weil wir alle mögen moralische Eindeutigkeit, wir wollen Klarheit haben, haben die gesagt haben, ich habe vielleicht Argumente erstmal nichts gesagt. Und das ist oft bei Diskursen so. Ist von der, wie heißt sie, Elisabeth Nölle-Neumann, die das Allensbach-Institut gegründet hat, die hat das Schweigespirale genannt. Ne? Es gibt bestimmte Meinungsdiskurse, die werden von einigen geführt,
die anderen nehmen an, aus pluralistischem Nichtwissen, alle haben die auch die Meinung, also das ist die Mehrheitsmeinung, obwohl es nur wenige sozusagen Influencer, würde man heute sagen, sind. Und irgendwann, wenn dann, dann sagen sie vielleicht auch nichts und wollen auch nicht mit ihrer Minderheitenmeinung rausstechen. Irgendwann ist es dann aber manchmal so, dass dann Einzelne sagen, aber ich habe eine ganz andere Auffassung, und plötzlich kippt das dann um, dass die ein größerer Teil gesagt hat, ich finde auch, wir müssen irgendwie die Flüchtlingsströme kontrollieren, und es so in diese andere Richtung kippt. Und da ging es mir einfach nur erstmal darum, dass diese Polarisierungseffekte, die muss man sich klar machen und muss sich immer wieder die Argumente der anderen anhören, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht falsch klingen. Ne? Man kann ja immer noch die aussortieren, wo man sagt, na okay, der ist wirklich jetzt rechtsradikal und der andere hat vielleicht ganz gute Argumente, die ich mir anhören muss. Ich muss ja nicht damit übereinstimmen. Ne? Genau. Kann man Rechtsradikale zurückholen? Ja, wird oft in die Gesellschaft? Ja. Geht das? Kommt drauf an. Also ich glaube, da muss man wirklich einen Unterschied machen zwischen denen, die ein geschlossenes rechtes Weltbild haben. Es gibt so diese zwei Studien, Mitte-Studien, ne, die Leipziger und die Göttinger Studie. Und da kann man dann ganz gut zeigen, sozusagen, wie sind die Auffassungen der Deutschen. Da wird so getestet, ne, so die Mitte der Bevölkerung. Da werden immer so 5000 Leute gefragt. Und es gibt da eine Gruppe, die ist zum Glück kleiner, die haben ein geschlossenes rechtes Weltbild, ne? So wie ein geschlossener Typ, jemand, der in einer Verschwörungstheorie drin ist, voll drin ist. Und die Leute sind extrem schwer zu erreichen, weil das ist so, sie sind für Argumente nicht zu haben. Die haben oft auch sogenannten intuitiven Denkstil, also eher diesen emotionalen, schnellen Denkstil. Und es ist sogar so, es gibt diesen Backfire-Effekt, wenn man denen sagt, pass mal auf, aber alles, was du annimmst, stimmt gar nicht. Hier sind die Zahlen, die stimmen nicht. Dann beharren die eher auf ihrer Position. Also wenn man Gegenevidenz bekommt, ne, man widersprechende Daten bekommt, würde ja hier nur vernünftige Mensch sagen, vielleicht stimmt das nicht, was ich hier mache. Bei denen ist es so, die beharren dann noch stärker auf ihrer Position. Das ist irgendein Schutzmechanismus. Die Psychologen sagen, das ist, wir wollen immer so, wie Freud sich das vorgestellt hat, so ein Ich-Ideal erhalten. Also wir wollen, dass die Welt und unsere normativen Auffassungen zusammenpassen. Da wählen wir verschiedene Strategien. Ja, also ich habe die Auffassung, die Flüchtlingsaufnahmepraxis war richtig. Jetzt kommt aber einer zu mir und sagt, aber guck mal, die Kriminalitätszahlen sind hochgegangen. So, jetzt kann ich entweder ehrlich sein und sagen, ja, aber das musste man in Kauf nehmen. Oder ich kann versuchen, das wegzureden. Ich kann sowas sagen wie, das sind aber andere Faktoren. Ne? Also ich kann entweder meine Auffassung revidieren oder nuancieren, oder ich kann die Welt umdeuten. Und Menschen tendieren oft dazu, die Welt umzudeuten. Und das ist vor allen Dingen bei intuitiv Denkenden und im rechten Diskurs oft so, wenn irgendwas nicht passt, könnte man sagen, wird es passend gemacht. Wenn es nicht zu den normativen Vorstellungen passt, dann drehen die das hin. Dann stimmt es entweder nicht, es ist eine Verschwörung, es ist gefälscht, oder sie interpretieren es anders. Ja. Woher kommt der Hang zu Verschwörungstheorien? Hast du gerade schon angesprochen? Genau. Bevor ich was zu Verschwörungstheorien sage, du wolltest ja nochmal wissen, mit denen kann man die alle zurückholen. Ne? Ich wollte nur sagen, die eine Gruppe mit dem geschlossenen Weltbild, glaube ich, kriegt man nicht so schnell zurück. Da müsste man jahrelange Umerziehung machen. Ja? Aber ich meine, woran erkennen jetzt unsere Zuschauer, ob sie ein geschlossenes Weltbild haben? Könnte ich den Fragebogen mal vorbereiten? Nee, da muss man halt schauen. Welche Auffassung haben sie zum Grundgesetz? Ist es gut, in der Demokratie zu leben? Ist es gut, dass es Vielfalt gibt? Ist es wichtig oder nicht wichtig, dass man eine bestimmte ethnische Herkunft hat? Ja? Da würden jetzt schon wieder sagen, das sind Suggestivfragen. Also wenn du fragst, ist es gut, dass es Vielfalt gibt? Das ist eine Suggestivfrage. Ja, aber es gibt einige, die rechtsextrem sagen ganz klar, nee, Vielfalt, jeder soll in seinem Land sein. Vielfalt auf der Welt ist okay, sagen ja viele mittlerweile. Ne? Das ist sozusagen dieser Ethnopluralismus. Oder? Ethnopluralismus ist so eine Art beschönigter Rassismus, ne? Der sowas sagt wie, ist okay, wenn es Muslime gibt, die sollen nur nicht hier sein. Genau. So, ne? Das ist eigentlich auch Rassismus, nur er ist geframed, ne? Ist eine schöne sprachliche Einrahmung, ist gut kommuniziert, aber in Wirklichkeit ist es dasselbe. Ja. Genau, aber das sagen die Leute schon. Also mit einem geschlossenen rechten Weltbild, die werten wirklich Leute ab, die sagen, Arbeitslose, was du gesagt hast, Bettler, Sinti, Roma, Muslime, Juden sind minderwertig, sie wollen eine autoritäre Struktur haben. Die sind oft auch gegen Formen von Staatlichkeit, weil sie glauben, das ist irgendwie eine Form von Elitenherrschaft.
Demokratie sind sie oft feindlich gegenübergestellt. Die wollen schon so eine Art autoritäres Weltbild, haben ein autoritäres Weltbild. Und die kriegt man, glaube ich, schwer raus. Aber das würde auch gehen. Aber wie gesagt, ne, das ist dann Umerziehung, Staatskunde, Grundgesetz lernen. Also überspitzt gesagt. Aber es gibt, glaube ich, auch einen Teil. Durch TV-Serien, Netflix und so, jetzt nicht irgendwelche Camps. Genau, ja. Genau. Ja, durch Volkshochschulkurse, Abitur nachmachen und so. Und das Zweite ist die Gruppe, die, sagen wir mal, so ein bisschen Systemkritiker sind, Elitenkritiker, die unzufrieden sind aus verschiedenen Gründen und dann vielleicht da eine Heimat finden am rechten Rand, obwohl sie vielleicht nicht von ihrem Naturell 100% recht sind, aber so das Gefühl haben, die anderen hören mir wenigstens zu und die anderen nehmen meine Sorgen nicht auf. Und ich glaube, die könnte man natürlich, dass wenn die Politik mehr für die sogenannten Abgehängten, also die entweder ökonomisch oder sozial das Gefühl haben, sie gehören nicht mehr dazu. Ja, wenn die dafür mehr tun würden, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann nicht mehr unbedingt an diesem Rand sein müssen. Ich glaube aber, dass man sich vollkommen verabschieden muss von dieser Vorstellung, dass man mit Argumenten, so wie man das in der Uni lernt, mit Argumentationstheorie, ne, du hast die Prämisse, machst die Ableitung und das stimmt nicht, was du sagst. So, ne? Und schau mal, deine Prämisse ist, alle Deutschen wollen doch einen homogenen Staat. Schau mal, 87% der Deutschen wollen das gar nicht. So. Das funktioniert nicht. Es gibt jetzt ein paar Bücher, die dazu entschieden sind, wo Leute so kommen. Ich finde das natürlich toll, wenn jemand versucht mit Argumentationstheorie, ich habe das selbst unterrichtet, und dann kommt und versucht, denen zu erklären, hier, ihr macht Denkfehler, aber das ist psychologisch vollkommen naiv zu glauben, dass man Leute, die so weit am rechten Rand sind, damit bekommen kann. Die muss man eher sozusagen schrittweise behutsam, wenn dann, zurückführen. Und ich glaube, es ist übrigens nicht die Aufgabe, zumindest nicht eine Aufgabe der Bürger oder der Bürgergesellschaft, da sehr viel zu investieren. Der Staat muss natürlich langfristig in Bildung investieren. Ich glaube, es ist ein langfristiges Projekt. Je höher der Bildungsstand, desto weniger gibt es bei Menschen, das zeigen diese Studien, weniger gibt es Anfälligkeiten, ne, so für rechtes Gedankengut. Das ist schon eindeutig korreliert. Aber wie gesagt, das ist ein langfristiges Projekt. Jetzt habe ich den Eindruck, dass unser Staat, in den letzten 20 Jahren die Bildung vernachlässigt hat. Und auch unseren Sozialstaat abgebaut hat. Ja. Gibt es jetzt einen kausalen Zusammenhang zu dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft? Also es gibt sicherlich einen schwachen Zusammenhang zwischen dem Gefühl, dazuzugehören und dem Aufstieg dieser populistischen Parteien. Ne? Also in ganz Europa gibt es Parteien, die gesehen haben, es gibt eine unzufriedene Gruppe und die können wir holen. Und Unzufriedene gibt es, glaube ich, erstmal auf beiden Seiten. Ne? Also es gibt sehr viel linke Kapitalismusgegner, die sagen, es gibt einen globalisierten Kapitalismus inzwischen, der den Arbeitsmarkt radikal verändert. Und es gibt aber auch die, wie gesagt, auf der rechten Seite, die sagen, in irgendeiner Weise sind sie abgehängt. Ich glaube aber, dass der Hauptfaktor, also es mag sein, ich bin jetzt kein Ökonom, ja, ich weiß jetzt nicht, was genau sozusagen, wie da genau die Balance ist. Ich glaube, sozusagen, wenn man es ganz global sieht, ist es eine ganz große Strömung, nämlich die digitalisierte Globalisierung versus das traditionelle regionale Leben. Weil die digitalisierte Globalisierung führt dazu, dass bestimmte Lebensstile mit sehr viel Aufmerksamkeit, Geld und Erfolg belohnt werden. Also wer im Journalismus ist vielleicht so ein Bereich, muss nicht immer Geld sein übrigens, ne? Aber es gibt sozusagen so ein bisschen so die urbanen, offenen Hipster, die Politiker, die Journalisten, die Tech-Berufe, die Kreativindustrie, die alle profitieren von der Digitalisierung. Das sind dann Leute, die wollen gerne viel reisen, die haben auch internationale Freundschaften, die leben in so einer Art transnationalen Elitenstruktur. Ja? Ob die jetzt in London, Singapur oder Berlin leben, ist eigentlich egal. Das ist offen, ne? Die hören ungefähr dieselbe Musik, haben dieselben Markenklamotten an, sehen dieselben Netflix-Serien. Das ist irgendwie so eine Gruppe. Sehr, sehr anglophon natürlich, gibt eine universelle Sprache, die auch mittlerweile alle verstehen. Und dann gibt es die, die irgendwie eher, das sind die, die eher ein bisschen älter sind, muss aber nicht so sein, die eher auf dem Land leben und eher damit nicht so anfangen können. Und die haben das Gefühl, sie gehören zu dieser globalen Welt irgendwie nicht mehr dazu. Die sitzen auf dem Land, haben noch eine CD-Sammlung,
und wollen auch nicht, dass sich alles so schnell verändert, und denen geht es alles zu schnell. Ne? Und die, es gibt die wenigen, die profitieren davon, weil sie es toll finden, dass es alles so schnell und neu und alles ist, ne, alles ist aufregend und neu. Und es gibt jedes Jahr ein neues Telefon und ganz viele neue Speisen, Quinoa-Salat und mit Chiasamen und so. Ja. Und Hauptsache, es ist ganz neu und aufregend. Das ist diese Gruppe, und die, für die ist das ein Vorteil. Und für die vielen anderen, die jetzt auch in Berufen arbeiten, die teilweise aussterben, ist es zum großen Nachteil. Und da wäre es meiner Ansicht nach die Aufgabe der Politik, für die, da einen Weg zu finden, dass die Menschen natürlich erstmal wirtschaftlich versorgt sind. Das ist natürlich erstmal ein politisches Problem, aber auch, dass man so nicht das Gefühl hat, das ist nichts mehr wert, diese Art des Lebens, ne? Auf dem Land zu leben, in seiner regionalen Struktur, mit seinem regionalen Sportverein. Das ist ja, muss ja erstmal nichts Schlechtes sein, ne? Dass Menschen dort nicht das Gefühl haben, sie sind unwichtig. Und dass gerade Männer, das trifft das sehr stark, deshalb gibt es am rechten Rand auch deutlich viel mehr Männer als Frauen. Bei Männern ist es so, dass sie sich nicht gerne unwichtig fühlen wollen. Die wollen irgendwie das Gefühl haben, dass sie eine Aufgabe haben und dass sie ernst genommen werden. Ne? Deshalb ist es so, wenn der Mann das Gefühl hat, die Entscheider, das sind irgendwie andere, und die sind alle in den Großstädten oder auf der ganzen Welt, ne? Also, und da geht das Leben so ab, und ich sitze hier irgendwo auf dem Land. Muss gar nicht jemand sein, der jetzt schlecht verdient, aber der hat dann das Gefühl, er gehört nicht mehr dazu. Und die sind dann eher geneigt zu sagen, ich will einen radikalen Wechsel. Ich will einen, der mal durchgreift, der hier sauber macht, der Ordnung schafft. Ne? Die haben dann die Neigung da, sich auch von rechts so faszinieren zu lassen. Ich meine, da verschärft dann noch quasi unsere Politik das Ganze, wenn zum Beispiel der Infrastrukturaufbau auf dem Land nicht dafür sorgt, dass irgendwie die Menschen da schnelles Internet haben, um sich da, um da wieder aufzuholen. Klar, ich glaube, das ist ein Problem, nur wie gesagt, ich bin nicht ökonomisch, kenne ich mich nicht gut genug aus, um beurteilen zu können, welche Möglichkeiten die Politik noch hat, weil es natürlich einen weltweiten Trend gibt, Urbanisierung. Leute leben immer mehr in Städten. Ja, das war vor 100 Jahren überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon die Hälfte der Weltbevölkerung ist. Also Menschen leben in großen Städten, in vielen Landstrichen, auch in Megacities. Es gibt eine große Landflucht und der ganze Dienstleistungs- und Arbeitssektor. Ne? Vieles verändert sich. Ne? Durch Maschinisierung sind viele Berufe verschwunden. Es wird immer mehr erwartet, dass man jetzt, um eine gute Berufsaussicht zu haben, einen sehr, sehr hohen Bildungsstand hat. Man muss kreativ sein, man muss super flexibel sein. Also werden bestimmte Attribute gefordert, die gar nicht mehr jeder einlösen kann. Und das Interessante ist ja auch, dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, keine Aufgabe zu haben. Ne? Also selbst wenn sie finanziell gut abgesichert sind, aber wir wollen alle, es ist auch irgendwie ein menschliches Bedürfnis, irgendwie was Sinnvolles machen. Ne? Wir müssen wenigstens das Gefühl haben, das, was wir machen, kriegt eine Anerkennung, ist eine Aufgabe und trägt irgendwie was zum Gesamten bei. Oder gibt zumindest mir einen Sinn. Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn Menschen dann keine Aufgabe mehr haben oder das Gefühl haben, das, was sie machen, ist eigentlich nicht sinnvoll, dass sie dann so diese Neigung bekommen, in so eine allgemeine Sinnlosigkeit verfallen. Dass sie dann denken, die da oben machen, was sie wollen, und was soll aus mir werden? Ne? Da frage ich mich natürlich jetzt, angenommen, wir bekommen irgendwann das bedingungslose Grundeinkommen. Und die Leute müssen nicht mehr arbeiten gehen, das heißt, haben nicht mehr den Zwang, eine Aufgabe zu haben, sondern können machen, was sie wollen. Sie können zu Hause bleiben, sie können Eier schaukeln, sie können eine Aufgabe nachgehen, die sie wollen. Wird das nicht nochmal alles verschärfen? Das ist echt ein gutes Gedankenexperiment. Es gibt von Bertrand Russell aus den, glaube ich, 20er oder 30er Jahren einen Aufsatz dazu. Also ein britischer Philosoph, der ist 100 Jahre alt geworden, der hat einen Literaturnobelpreis bekommen und hat sich auch mit Politik in seinem späteren Leben beschäftigt, interessanterweise. Und der hat auch darüber nachgedacht, warum arbeiten die Menschen eigentlich so viel? Es würde doch ausreichen, wenn jeder so in der Woche 10 Stunden arbeitet. Ne? Und wenn für jeden gesorgt ist, dann können die Menschen sich doch mit Literatur und Kunst und Philosophie beschäftigen. Und ich glaube, dass das erstmal, sagen wir mal so, wie die Amerikaner sagen würden, My-Side-Bias ist, ne? Also so eine Art selektive Wahrnehmung. Ne? Er hat gedacht, alle sind dann so wie er. Was würde er machen? Er war unglaublich reich, er musste gar nicht arbeiten, er hat sich sein Leben lang mit Philosophie beschäftigt. Also ob dann alle Menschen, also erstmal sind sie abgesichert, aber ob sie dann alle dazu neigen, noch sozusagen darüber hinaus etwas Sinnvolles zu machen und einen Ehrgeiz sich anzustrengen, oder ob die meisten dann einfach sagen würden, jetzt mir geht's gut, ich schaue Serien und
lenke mich ab, ne, und tauche in andere Welten ein, ne, Eskapismus. Ich würde sagen, es ist eine offene empirische Frage. Würde mich mehr interessieren, wie jetzt diese Experimente aussehen. Ich glaube, in Finnland wird das gerade durchgeführt. Ne? Da gibt es ein Experiment, wo man es in einer Gemeinde testet oder in einer Stadt. Wäre interessant, wenn man einfach mal ein Land hätte, das das mal 10 Jahre durchzieht und dann guckt, was da passiert. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer vorherzusagen, wie die Menschen sich dann tatsächlich verhalten würden. Ne? So Vorhersagen über die menschliche Natur sind oft schiefgegangen in der Menschheitsgeschichte. Ne? Die Kommunisten haben geglaubt, alle Menschen wollen super gerne im Kollektiv leben. Das hat irgendwie zumindest in der realen in der Realisierung nicht so gut geklappt. Es gab andere Utopien, die immer irgendwie, wo die Utopisten sich immer geärgert haben, dass der Mensch nicht so ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und vielleicht ist es so, dass das ein großer Segen ist, so ein Grundeinkommen. Vielleicht ist es auch so, dass das zur Lethargie führt. Schwer, echt schwer zu sagen. Bist du ein Utopist? Würde ich so nicht sagen, nö. Aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, dass unsere Welt noch ein bisschen besser sein kann, als sie jetzt ist. Also wenn man das mit Utopismus meint, würde ich sagen, ja. Aber ich hüte mich davor, mir zu überlegen, wie eine bessere Welt so am, wie sich das manche Philosophen vorgestellt haben, ne, so am Reißbrett so eine neue Welt zu entwerfen, weil wie gesagt, die sind alle gescheitert. Also Platons Philosophenstaat, es gab im Mittelalter so Vorstellungen, wie die perfekte Stadt auszusehen hat und die hatten teilweise Vorstellungen, die mit unseren heutigen Vorstellungen von Autonomie, individuellen Freiheiten, Menschenrechten und so gar nichts zu tun hatten. Deshalb ist es immer eine Gefahr, dass man ein falsches Bild, das man von Menschen hat, projiziert dann auf alle Menschen. Richard David Brecht meinte vor ein paar Monaten hier in der Sendung, dass er es doof findet, dass wir keine Vision mehr haben, dass unsere politischen Parteien uns keine Vision mehr anbieten. Stimmst du ihm dazu oder ist das gar nicht so schlimm? Ich habe da noch nicht so gründlich drüber nachgedacht. Es ist natürlich schon so, dass die Politik sehr kleinteilig geworden ist und sehr verwalterisch. Ne? Ich frage mich immer, ob es überhaupt noch bei den, sagen wir mal, den Umwelt- und Sachzwängen, den die Welt unterlegen ist, ob man überhaupt noch in der Politik so stark dagegen steuern kann. Aber wenn man sich so große Fragen anguckt wie Föderalismusreform, Bildung, Pflege, ja, dann kann man schon sagen, dass die Berechnungshorizonte, die Politiker haben, oft, das ist ein altbekanntes Phänomen, immer die ungefähr eine Legislaturperiode lang gehen. Ne? Man wusste vor 20 Jahren, dass es unglaublich viele Pflegefälle geben wird in der jetzigen Zeit. Und es wird noch unglaublich viel mehr gehen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre in die Pflege gehen. Und obwohl es goldene Zeiten gab, 70er, 80er Jahre Wirtschaftswachstum, sind da nicht riesige Geldmengen zur Seite gelegt worden, um das irgendwie zu etablieren, dieses Pflegesystem. Bei Bildung weiß man das auch so. Ne? Man weiß, Bildung hat die höchste Verzinsung. Ne? Also Ökonomen rechnen das so, sagen, naja, wie viel investieren Eltern in ihre Kinder? Ungefähr irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million. Ja? Also Kleidung, Miete, Lebensmittel, so bis sie 27 sind. Und wenn ich das Geld jetzt investiere, oder ich glaube, es ist ein bisschen weniger, vielleicht so 100.000, aber ist egal. Also sagen wir, einen Betrag X investiere ich in die Kinder. Und angenommen, das wäre jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, in das ich investiert habe. Wie viel holen die denn dann raus in den nächsten 60 Jahren aus diesem Investment? Und man kann sagen, je höher das Investment in Bildung ist, desto mehr gibt es zurück. Also wenn man jemanden die besten Schulen und die besten Universitätsmöglichkeiten gibt, verdienen sie später einfach mehr. Ne? Im Mittel verdient jemand, wenn er einen hohen Bildungsstand hat, immer noch mehr als jemand, der niedrigeren hat. Es gibt Ausnahmen. Also könnte man sagen, wäre es das Beste in der Politik, massiv in Bildung zu investieren. Ja? Eigentlich müssten die Lehrer die bestbezahlten Berufe sein im öffentlichen Sektor. Ja? Professoren müssten viel besser bezahlt werden, meiner Meinung nach. Kindergärtner müssten besser bezahlt werden, ne? Weil die Weichen stellen. Aber warum sind Kindergärtner nicht die Bestbezahlten? Also warum ist ein Professor... Das ist genau dieser Denkfehler, für Professoren kriegen eigentlich genug. Genau, das ist, glaube ich, dieser Denkfehler, weil wir halt sehr stark in diesen Prestigekategorien denken und alles, was mit Pflege und Fürsorge zu tun hat, obwohl jeder Mensch sagt, dass das wichtig ist und ein hochzuhaltender Wert ist, sich um andere Menschen zu kümmern, ist es trotzdem so, dass wir als soziale Wesen sehr, sehr statusfixiert sind und dann doch die Aufmerksamkeit eher denjenigen geben, die sozusagen in Aufmerksamkeitsstatushierarchien sehr wichtig sind. Also Prominente, Erfinder, Wissenschaftler, ja, Politiker, also die das Sagen haben sozusagen, die kriegen die meiste Aufmerksamkeit, obwohl die dazu geführt haben, dass die überhaupt so weit gekommen sind, ne? Die ganzen Ausbilder, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Lehrerinnen, Lehrer und so weiter, die kriegen halt relativ wenig. Da müsste man auch, glaube ich, fundamental umdenken, auf jeden Fall.
Wir hatten vorhin ganz kurz geschnitten hier Verschwörungstheorien. Woher kommt der Hang in unserer Gesellschaft zu Verschwörungstheorien? Ja, also Verschwörungstheorien, das zeigt die Forschung, da kommen zwei Faktoren immer zusammen. Erstens dieser intuitive Denkstil, also Menschen, die nicht statistisch wissenschaftlich denken können, die nicht wissen, wie man Quellen checkt, die sehr stark so, was man einen Bestätigungsirrtum begehen, Confirmation Bias auf Englisch. Das sind Leute, die dazu neigen, zu dem, was sie denken, immer nur die bestätigenden Daten zu suchen und nicht die, die dem widersprechen. Das gehört zu diesem intuitiven Denkstil. Also wenn jemand sagt, Chemtrails, da oben am Himmel sind diese Kondensstreifen, da ist doch so ein Gift drin und das macht irgendwas mit den Menschen. Dann suchen die, wenn die, ja genau, das ist ein Fakt. Und wenn die das glauben, dann suchen sie im Netz wiederum Artikel, die das auch sagen, die das auch bestätigen und nicht die, die sich wissenschaftlich vielleicht damit beschäftigen und sagen, das ist Unfug. Ja, es gibt dafür keinen Beleg. Das ist ein Faktor. Und wir haben alle Menschen neigen zu diesem Bestätigungsirrtum. Also wenn wir von etwas überzeugt sind, schauen wir immer erstmal, was spricht dafür und nicht, was spricht dagegen. Man muss sich stark darauf trainieren. Also Naturwissenschaftler sind darauf trainiert, die machen ein Experiment und fragen sich erstmal, was würden dagegen sprechen? Also die Falsifikationsinstanz. So funktioniert auch Statistik. Man sagt sich nicht, wie wahrscheinlich ist, dass ich recht habe, sondern wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich herausgefunden habe, durch Zufall entstanden ist. So funktionieren statistisch Experimente und das errechnet man. Kann ja immer sein, dass das ein Placebo-Effekt ist oder ein Zufallsergebnis ist. Ja. Und ich nur glaube, weil ich es unbedingt will. Ne? Selektive Wahrnehmung ist halt davon gesteuert. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, das zeigen jetzt neuere Studien, ist, Menschen, die das Gefühl haben, sie können wenig in der Welt ausrichten. Also sie haben wenig Einfluss auf ihre Umwelt, auf ihren Job, auf ihr Leben, neigen eher dazu, Verschwörungstheorien anzunehmen. Also intuitiver Denkstil und das Gefühl, man ist ich sage das etwas überspitzt, abgehängt und hat nichts mehr zu sagen. Und dann ist eine Strategie, das ist einfach eine psychologische Strategie, zu sagen, andere sind, nicht ich bin schuld an der Situation, in der ich jetzt gerade bin, sondern die anderen sind schuld. Und dann sind die anderen oft, ich meine, man könnte ja sagen, es sind super komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge, die dazu führen, dass ich jetzt hier meinen Job verloren habe. Aber es ist halt einfacher und naheliegender für den intuitiven Denkstil zu sagen, nee, da gibt es einen Verursacher. Einen personalen Verursacher. Das sind die Eliten, die Rothschilds, die Zionisten, die CIA. Irgendwer steckt dahinter. So eine Gruppe von Leuten, einer oder mehrere. Die Philosophen haben sich verschwört, genau. Haben sich verschworen. Also so eine Art Strippenzieher-Theorie. Ne? Das ist so diese Idee, da muss es einen personalen Verursacher geben. Und das Absurde an Verschwörungstheorien ist, das macht das auch in Seminaren, weil ich so Pseudowissenschaft, Wissenschaft, Bullshit, Verschwörungstheorien, das ist auch so ein Thema, das natürlich philosophisch wichtig ist, weil es das Gegenteil eigentlich ist von Wissen. Ne? Philosophen streben nach Wissen. Das sind so Formen, das sind Theorien, die sehen aus wie Wissen, sind aber kein Wissen. Ne? Sie haben so den Anschein einer Wissenschaft, sind aber keine Wissenschaft. Und wenn man das den Leuten klar macht mit der Verschwörungstheorie, muss man sich einfach klar machen, man muss sich einfach nur vorstellen, wenn man mal einen Überraschungsgeburtstag für jemanden organisiert hat, ne, wo so 30 Leute mussten dicht halten, dass die Person nicht wusste, nächsten Freitag ist die Überraschungsparty. Und meistens verplappert sich jemand. Es ist halt schwierig, wenn 30 Leute nur für ein einziges Ereignis mal die Klappe halten sollen und sich nicht verplappern sollen. Und jetzt sagen die Leute, aber es gibt Weltverschwörungen, wo Tausende von Leuten an verschiedenen Positionen sitzen. Keiner verplappert sich jemals. Keiner ist irgendwann mal von der Gruppe enttäuscht und geht an die Öffentlichkeit, benutzt das als Druckmittel, wird erpresst und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, bestimmte Geheimnisse zu halten. Was aber nicht heißt, dass es nie Verschwörungen gegeben hat. Das Interessante ist, es gab ja Verschwörungen in der Geschichte. Darauf wollte ich noch ankommen. Es gibt ja manchmal Verschwörungstheorien, die sich im Nachhinein als richtig herausstellen. Genau, und das ist das Problem. Also das Problem ist, dass das natürlich Verschwörungstheoretikern dann recht gibt, ne? Auf den ersten Blick. Weil ein Beispiel, was viel diskutiert wird in der Wissenschaftstheorie, ist die Tabakindustrie hatte in den USA, ich glaube in den 60er, 70er Jahren, systematisch Studien unterdrückt, die gezeigt haben, Rauchen verursacht Krebs. Das wusste man. Es gibt sogar eine Szene bei Mad Men, wo die darüber lachen. Die sitzen alle rauchend am Tisch. Also genau diese Confirmation Bias, eine Bestätigungsirrtum. Sie rauchen alle selber und sagt, da hat jemand gesagt, soll krebserregend. Ho, 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 lachen sie alle und nehmen nochmal einen schönen Zug. Und das kann man nachweisen. Die haben sich wirklich verabredet und haben Studien unterdrückt. So, und jetzt sagen natürlich Verschwörungstheoretiker, guck mal, wenn es diesen einen Fall gibt, wird es auch viele andere geben. Und deshalb ist es nicht so natürlich, also es ist nicht ausgeschlossen, dass es Verschwörungen gibt,
Nur die Menge der Verschwörungstheorien und die der echten Verschwörungen sind nicht, im Gleichgewicht. Erleben wir ja alle paar Jahre mal irgendwie. Die NSA-Sache war ja auch immer so, oh, wir werden wahrscheinlich von allen irgendwie, von irgendwelchen Geheimdiensten überwacht. Hat sich als großen Ganzen wahr herausgestellt. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil ich habe eine persönliche Geschichte. Ein Freund, mit dem ich zusammen gewohnt habe, hat Informatik damals studiert. Das war in den Ende der 90er. Und der hat auch sehr viel so Kryptotechnologie gemacht, ne? Verschlüsselung. Und der hat mir damals gesagt, und dann dachte ich auch, das wäre eine Verschwörungstheorie. Genau das. Er hat mir gesagt, es gibt da die NSA. Ich habe noch nie davon gehört. No such agency. Ja, es gibt die NSA und die verhindern, dass E-Mails verschlüsselt werden und die gucken sich eigentlich alles an. Und dann war ich irgendwann mal in Amerika und habe mir die Webseite von denen angeguckt. Und da stand auf der Webseite 1999 in Berkeley war das, stand drauf, wir sorgen dafür, dass die USA in der modernen Welt einen Vorteil hat, auch in ökonomischer Sicht. Also sie haben eigentlich reingeschrieben, wir machen Industriespionage auch. Dann kam irgendwann mal so ein Spiegelartikel 3 Jahre später, wo dann den Unternehmen geraten wurde, wichtige Sachen nur noch per Fax zu schicken und nicht per Mails, weil bestimmte Patente, die deutsche Firmen anmelden wollten, in Amerika schon angemeldet waren, obwohl niemand dran geforscht hat. Und dann kam irgendwann mal so ein Film Public Enemy Number One, wo plötzlich die NSA die Strippen gezogen hat. Ab da war, glaube ich, auch immer die NSA in sozusagen im Hollywood-Mainstream der Böse. Ne? Früher war es die CIA, dann war es auf einmal die NSA. Und das ist interessant, dass ich hatte davon voll gehört. Am Anfang dachte ich, da stimmt was nicht. Dann gab es immer mehr Beispiele. Und man hatte schon so diese Ahnung, die machen das wahrscheinlich. Aber es ist immer noch was anderes, ob alle denken, ist klar, die hören uns ab. Oder ob man schwarz auf weiß dann sieht plötzlich, dass wir dieses konkret abstrakt, Angela Merkels Telefon wurde abgehört. Ne? Wenn man es dann nochmal so sieht, dann trifft es einen nochmal und sagt so, ja, ich habe es zwar schon geahnt und vieles sprach dafür. Journalisten waren darauf schon 10 Jahre lang irgendwie angespitzt. Aber jetzt wissen wir es schwarz auf weiß, ja. Obwohl ich das nicht als Verschwörungstheorie unbedingt sehen würde, würde ich einfach nur sagen, das ist Geheimdienstarbeit. Ne? In gewisser Weise, Verschwörungstheorie wäre eher sowas wie, die USA steckt hinter XY. Ne? Aber es gibt natürlich auch ein paar Coups, hinter denen die USA tatsächlich steckt, das wissen wir auch. Ne? Also abwechseln, entweder die Russen oder die Amis. Genau, aber das ist ja auch mittlerweile nach. Das finde ich auch mal lustig. Also hier viele Bekannte in Deutschland, Verschwörungstheoretiker, ob die sich so nennen oder nicht, haben ja dann auch immer... Es sind viele Bekannte aus dem Bereich. Immer, man guckt ja im Internet. Ja, ach so. Und irgendwie, die haben dann auch mal ein klares Feindbild. Also da ist mir dieses Land sind die Guten und die anderen sind immer das Opfer. Ja, also gerade USA stecken hinter jedem oder am Ende die Israelis oder die Großfinanz, ja, wie du sagst hier, Rothschild, und dann die Russen sind das Opfer. Ja. Wir wollen doch nur Frieden. Ja, ich sehe das so als, ich nenne das das Fluch des falschen Gegenteils. Ne? Das ist so, wenn man A kritisiert, also USA und Russland sind Gegner. Und wenn ich jetzt die USA kritisiere, dann muss ich für Russland sein. Und wenn ich Russland kritisiere, muss ich für die USA sein. Das ist so ein bisschen, das ist auch dieser Tribalismus, ne? Dieses naive Denken, man muss sich einer Gruppe zuordnen. Und dem muss man sich einfach entziehen. Muss einfach sagen, vielleicht gibt es Hinweise, das ist natürlich wieder eine empirische Frage, aber vielleicht gibt es Hinweise, dass die Russen was machen. Und vielleicht gibt es auch Hinweise, dass die USA was macht. Ne? Und das ist unabhängig davon, sollte unabhängig davon sein, wie man sich jeweils zuordnet. So, und zum Schluss, ich hatte jetzt das letztes hier Dieter Thome, auch ein Philosophenkollege von dir, der hat uns erzählt, hat seine 3 Top-Philosophen, also seine Lieblingsphilosophen genannt, aus dem 20. Jahrhundert. Und sein Lieblingsphilosoph insgesamt ist Nietzsche. Er kam mit Wittgenstein, ist Nummer 1 bei ihm. Das war Ende 19. Jahrhundert, ne? Genau. Im 20. Jahrhundert nicht mehr lange gemacht. Es gibt irgendwie eine Top 3 aus dem 20. Jahrhundert, das war Wittgenstein und Heidegger. Obwohl, da hat er dann schon wieder rumgeschwommen, weil Heidegger hat natürlich viel mit den Nazis zu tun und so weiter. Aber sein Lieblingsdenker. Ja klar, man muss Heidegger mal aus 2 Perspektiven sehen, ne? Als Mensch und als Denker. Heidegger ist auf keinen Fall bei mir dabei, aber frag mal weiter. Und sein Lieblingsphilosoph war Nietzsche. So, jetzt kommen wir erstmal zu deinem Lieblingsphilosoph. Ich werde immer ein Vorbild. Ja, ich habe weder ein Vorbild noch ein Lieblingsphilosoph. Immer wenn ich gefragt werde, sage ich Woody Allen. Ja, Woody Allen ist ein großer Existenzialist. Er hat alles, was Sartre und Simone de Beauvoir in sehr komplexer Prosa beschrieben haben, hat er sehr pointiert und lustig auf den Punkt gebracht. Eigentlich die Absurdität der menschlichen Existenz. Dafür hat er die ganzen Filme gedreht. Hat, glaube ich, sogar Philosophie studiert. Ich finde das immer ein bisschen komisch, was soll das heißen, Lieblingsphilosoph, den ich am liebsten lese, von dem ich am meisten gelernt habe. Der dich geprägt hat. Mich hat mein Doktorvater zum Beispiel geprägt, den kennt kein Mensch. Ja? Gerd Keil.
Also nicht, weil er kein guter Philosoph ist, im Gegenteil, aber der ist dafür noch zu jung, lebt halt noch. Von den toten Philosophen, also Wittgenstein hat mich geprägt am Anfang meines Studiums, sagen wir in der Mitte meines Studiums, wo ich angefangen habe, mich mit Philosophie zu beschäftigen, weil ich diese Prosa, ne, der hat ja eigentlich so eine Art Zettelkasten hinterlassen. Es wurde als philosophische Untersuchungen veröffentlicht und das ist so eine Art Notizensammlung und man versteht überhaupt nicht, sagt er das jetzt gerade oder nimmt er da gerade eine Gegenstimme an, sagt er was dagegen und es ist vollkommen assoziativ. Und ich glaube mittlerweile, dass da echt viel Unfug da drin steht und dass Wittgenstein auch wahnsinnig überbewertet ist. Nicht in seinem Einfluss, aber in dem, was er sozusagen philosophisch substanziell gemacht hat. Aber es hat mich unglaublich zum Nachdenken angeregt. Und wenn man sagt, wenn ich jetzt sagen würde, was bringt Studenten dazu, über diese ganzen Probleme nachzudenken, dann würde ich ihnen diese Texte geben, weil gerade weil sie so schwierig und sperrig und irgendwie komisch sind. Ja. Genau, Heidegger ist, glaube ich, jetzt sind wir jetzt schon beim Bashing, also ist der am meisten überbewertete, gibt es gar nicht ein Superlativ dazu, zu überbewertete Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er war unglaublich einflussreich, keine Frage, hat diese tollen Sätze formuliert, ne, das Gestell west als die Gefahr und wir sind an das Mann verfallen und müssen, das Sein muss sich uns zusprechen und das Gestell stellt uns die Welt in der Weise des Bestandes zu entbergen und so weiter, ja, und hat ein ganz eigenes Vokabular entwickelt. Und ich glaube, oder sagen wir mal so, kein Heidegger-Experte konnte mir bis heute erklären, auf kritische Nachfragen, ob da jetzt wirklich mehr Substanz dahinter steckt, als das, was man, wenn man es dann so ein bisschen übersetzt in von Heidegger auf Deutsch, ne? Deutsch Heidegger, Heidegger Deutsch, wenn man das jetzt in normale Sprache übersetzt, ob da wirklich was dahinter gesteckt hat. Und von den ganzen Gedanken war das, ist eigentlich bizarr. Und gibt es Frauen, die dich als Philosophinnen geprägt haben? Philosophinnen? Ja. Genau, es gibt in der Philosophie ja nicht so viele Frauen wie Männer. Ne? Das ist einmal historisch begründet. Auch mittlerweile immer noch so, dass bei der Stellenvergabe sehr, sehr viele Männer berücksichtigt werden. Auch bei dir an der Uni? An meiner Uni ist es wirklich selten so. Bei uns ist es fast ausgeglichen. Männer, Frauen in den Stellen. Aber an den meisten Unis sind es eher Männer. Mich hat eine Philosophin sehr stark geprägt, die lebt auch noch. Die heißt Nancy Cartwright. Das ist eigentlich die wichtigste Wissenschaftstheoretikerin unserer Zeit. Ist eine LSI-Professorin, kennt sich auch aus mit Quantenphysik. Ich glaube, sie ist Quantenphysikerin und Philosophin und hat sich sehr viel mit Wissenschaft beschäftigt und gefragt, was sind eigentlich die Grundlagen der Wissenschaft, was sind eigentlich gute wissenschaftliche Erklärungen? Und die ist auch eine, wir haben vorhin über Determinismus gesprochen. Ja, das war zwar nicht ihr Hauptthema, aber die hat gesagt, eigentlich diese Vorstellung, dass es sowas gibt wie universelle Naturgesetze, was sich die Physiker so vorstellen, ne? Einstein und Heisenberg und alle. Dass die vorhersagen, was genau in der Welt passiert, ist eigentlich so eine Art Wunschdenken, was die Philosophen den Naturwissenschaften unterstellen. Die Naturwissenschaften selber haben Naturgesetze als universelle Gleichung, E gleich mc Quadrat, die sagen, wie Größen miteinander zusammenhängen, aber die sagen eigentlich gar nicht, was in der Welt passiert. Natürlich kann man die dann irgendwie umformulieren und sagen, naja, wenn ich die Kugel jetzt hier loslasse, wann ist die hier unten? Aber was in der Komplexität der Welt passiert, kann man eigentlich mit diesen Naturgesetzen gar nicht, etwas vereinfacht gesagt, ne? Sie hat auch ein bisschen mehr dazu gesagt. Genau, und das war für mich auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, dass ich mir gesagt habe, wahrscheinlich stimmt die These des Determinismus nicht. Und dann haben wir auch sehr starke Argumente dafür, Freiheitsfreunde zu sein. Ne? Also davon auszugehen, dass wir doch frei und autonom sind. Also Nancy Cartwright, Leute. Kann man sich merken. Und kann ich Philosoph werden, ohne es jemals studiert zu haben? Philosoph ist kein geschützter Titel. Also kann ich mich jetzt Philosoph nennen, wenn ich will? Das kann ich auch Journalist nennen, ist auch nicht verboten. Genau. Also Journalist, Heilpraktiker, Detektiv und Philosoph, ne, sind so die vier großen Berufsbezeichnungen, die nicht geschützt sind. Kann sich jeder auf die Visitenkarte schreiben. Deshalb würde ich sagen, jeder kann Philosoph sein, wenn er sich damit beschäftigt hat. Wenn er natürlich sagt, ich möchte Philosophie als Wissenschaft betreiben, dann muss man sich so ein bisschen an die heutigen wissenschaftlichen Standards halten, die in der Philosophie üblich sind, meiner Meinung nach. Und die sind dann oft sehr technisch, muss man sagen, und auch sehr formal und dafür braucht man einfach schon eine Ausbildung. Aber so allgemein über die allgemeinsten Probleme der Welt nachzudenken, soll niemandem verwehrt sein. Apropos, wirklich letzte Frage. Wie schwer ist es einem Philosophen wie dir gefallen, sich am 24. September eine Partei zu wählen oder einen Kandidaten? Bist du wählen gegangen? Ich bin wählen gegangen. Ich glaube, es ist vernünftig zu wählen. Aber es ist in einer
liberalen Demokratie, also in einer freiheitlichen Demokratie ist es auch jedem überlassen zu wählen. Also wer nicht wählt, ist dumm in meinen Augen, aber er hat keine moralische Pflicht zu wählen. Man kann ja sagen, ich lasse andere für mich entscheiden. Aber ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall wählen. Und wählen ist eigentlich, man darf sich nie vorstellen, dass wählen so ist, da gibt es diese Partei und das ist genau das, was ich denke und die wähle ich jetzt. Sondern es ist immer das kleinere Übel wählen. Ja, man hat 4, 5 Möglichkeiten und überlegt sich, was ist das kleinste Übel, was man wählen kann. Und so sollte man dann auch wählen. Und wenn man wirklich unentschieden ist, es gibt ja manche Menschen, die sagen, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. CDU oder Linke. Genau, oder ja, dann kann man immer noch, dann kann man immer noch sagen, naja, aber vielleicht ist es jetzt meinen Kindern oder meinen Freunden, die haben eine ganz klare Überzeugung und denen, für die ist es besonders wichtig, dann kann ich immer noch das für die tun. Aber dann gar nicht zu wählen, halte ich, wie gesagt, für relativ naiv. Aber wie schwer ist es dir gefallen, eine Entscheidung zu treffen? Oder bist du Stammwähler von Union? Nee, also ich würde mich jetzt, ohne eine spezielle Partei zu nennen, mich eher auf dem progressiven Spektrum ansiedeln, ja, auf dem linksliberalen Spektrum, ja. Also genau, CDU hat auch einen linken Flügel in der Tat, aber sag mal, ich würde da noch ein bisschen weiter zur progressiven Seite hingehen. Mir ist es ein bisschen schwerer gefallen, muss ich auch sagen, weil ich glaube, Parteien heutzutage keine eindeutigen Angebote mehr machen. Ne? Also wenn man sich diese Untersuchung anguckt mit konservativen, progressiven Denken, dann kann man die Leute relativ, die Menschheit ganz gut einteilen. Auch die Deutschen, glaube ich, einteilen ganz gut in, wo sie hingehören. Aber die Parteien haben nicht so eindeutige Angebote, dass man sagen kann, wenn ich jetzt ganz konservativ denke, ist klar, ich wähle die CDU. Weil die CDU hat nicht mehr so einen konservativen Markenkern. Wenn ich sage, ich bin Arbeiter oder ich bin eher ein kleinerer Angestellter, wer ist für mich da? Die SPD. Nee, wir wissen, SPD und CDU hat fast genau dieselben Wählerschichten. Vom Einkommen, von der Bildung, von der Sozialstruktur. Ja? Dann hast du gesagt, die Linke. Ja, vielleicht, wenn ich mich sehr stark links fühle, könnte ich sagen, ja, ich bin für sehr linkes, freies und vor allen Dingen solidarisches Leben. Ja, dann hört man aber solche Sprüche, die sehr autoritär klingen. Ne? Es gibt auch autoritäre Züge in der Linken. Auch übrigens bei der FDP gab es autoritäre Züge, obwohl die sagen, wir sind die Liberalen. Also irgendwie scheint es da unklare Angebote zu geben. Deshalb glaube ich, ist es schwerer gefallen, aber mir ist jetzt nicht so richtig schwer, ist es mir nicht gefallen. Wenn du sagst, nicht wählen ist dumm, ja. Ist es dann also in Ordnung, wenn sich ein Mensch entscheidet, okay, bevor ich nicht wähle, wähle ich AfD? Ja, wenn er sagt, wenn das die einzige Überlegung ist, ist das auch dumm. Aber wenn er sagt, weil es ist doch einfach so, jede rationale Entscheidung ist doch so, wenn sich entscheidet, sagt man, ich habe mehrere Möglichkeiten und dann wägt man ab, also idealtypisch entscheidungstheoretisch. Ich wäge ab, ich habe 5 Möglichkeiten, sagen wir mal, oder 6, lassen wir die anderen Parteien mal weg. Und jetzt schaue ich, was machen die für Angebote. Und da die nicht dieselben Angebote machen, müsste es eigentlich so sein, dass eins besser ist als das andere, wenn ich bestimmte Kriterien wähle. Wenn ich jetzt sage, ich kann mich nicht entscheiden, also wähle ich arbiträr rechts, dann ist man dumm, weil man nicht rational ist. Wenn man sagt, ich habe sehr viele Gründe, die dafür sprechen, AfD zu wählen, weil das die genau meine Überzeugung, dann würde ich sagen, es ist ein rechter Idiot, aber er ist nicht dumm. Gibt es gut? Immerhin das gewählt, was seinen Entscheidungen oder seinen Vorstellungen entspricht. Das würde ich sagen, ist zumindest rational. Aber rational heißt nicht immer, dass man auch moralisch auf der richtigen Seite ist. Ist ein schönes Schlusswort. Gut. Danke für die Zeit. Ja, vielen Dank. Ihr könnt ganz rational und vernünftig Jung und Naiv unterstützen, weil wir leben von eurer finanziellen Unterstützung. Wird gerade eingeblendet. Das Team ist gerade hier. Ihr ermöglicht, dass wir hier Interviews führen können und in der BBK sitzen zum Beispiel. Ich hol doch gar nicht. Ich informiere die Menschen. Weil manche hören das zum ersten Mal. Manche hören zum Beispiel nur den Podcast, Tyler, und sehen das nie. Sondern müssen jetzt mal das gesagt. Das muss mal gesagt werden. Ja. Danke für deine Zeit, Philipp.